und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe hier beim Telestammtisch, einem Format, in dem wir zuletzt sehr viele Gespräche hatten, KünstlerInnen-Gespräche mit Männern und Frauen, und damit geht's jetzt demnächst weiter. Ich werde jetzt so schnell, glaube ich, keine Themencasts mehr machen, wobei auch da, ich habe mir sau viel Sekundärliteratur zu Comics geholt, unter Umständen gibt's vielleicht doch wieder mal so ein Metathema, aber in nächster Zeit gibt's hier vor allem mehr so Gespräche mit den Menschen, die die Comics, die wir den ganzen Tag lesen, auch produzieren, und da hatten wir, wie gesagt, zuletzt schon eine Menge und vor allem auch Kerle, das ist mir auch schon aufgefallen, und ich kann so viel sagen, in dieser Ausgabe wird sich daran nicht viel ändern, aber vielleicht in der nächsten Ausgabe, da verspreche ich, da haben wir auch ja ein bisschen, wir haben einfach mal zwei Frauen am Start und das war total toll. Diesmal allerdings reden wir eben mit zwei Männern, und der erste Mann in der Runde, der ist mir wieder übers Internet zugeschaltet, und dieser Mann, der ist nicht irgendwer. Ich habe ihn persönlich schon kennengelernt, wenn er es in der richtigen Erinnerung habe, denn beim internationalen Comic-Salon in Erlangen war er am Start, und ich glaube, da stand er hinter der Barbara M. Eggert, die er, glaube ich, auch kennt, vermutlich. Darauf werden wir gleich nochmal genauer eingehen. Er lebt, ist 91 geboren, lebt in Wien, steht hier, hat wohl einen Abschluss in Grafik und Werbung an der Universität für angewandte Kunst gemacht und ist generell auch voll toll und so. Und seine Diplomarbeit Lila, die habe sogar ich mitbekommen, denn in meiner Blase, in meiner Internet-Comic-Blase, da wurde sein quasi Debüt total großartig und ja eben sehr positiv besprochen. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und mit uns über sein neuestes Werk Requiem sprechen möchte, das beim Zwerchfell Verlag erscheint. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Also ein herzliches Hallo mal aus Wien. Ich bin der Albert Mittringer, zweiter Vorname David, dritter Vorname Wojtek, und freue mich auch da zu sein und bin schon sehr gespannt. Voll gut. Hallo Albert. Hallo. Wichtigste Frage zuerst, wie geht's Aggie? Von der habe ich schon länger nichts mehr gehört, aber sie scheint ziemlich erfolgreich zu sein, ohne große Überraschung. Sie macht jetzt, glaube ich, co-kuratiert das Next Comic Festival in Linz. Da habe ich letztes Jahr mitgemacht und sie ist halt mega motiviert. Ich weiß leider nicht, wie es weitergeht mit ihrem Anteater-Comic, aber ja, sie, also... das ist eine Powerfrau der feinsten Sorte, will ich mal so sagen. Ja, cool. Ich meine, dass ihr euch nicht kennt oder getroffen habt, das mag vielleicht an den aktuellen Umständen aussehen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie geht's denn der Wiener Comic-Szene gerade? Hast du da einen Einblick? Ja, ich habe lustigerweise für den Herrn Christoph König, einem Redakteur aus Wien, da haben wir kurz irgendwie ein Gespräch gehalten zu dem Thema, und ich habe so ein paar so Sachen rausgesucht, irgendwie auch so im Kontext, wie ich halt zum Comiczeichnen gekommen bin. Und es scheint jetzt sehr gut zu gehen, wenn ich das so sagen darf. Also ja. Vor allem vom André Breinbauer, der bringt, glaube ich, bald ein sehr mächtiges Ding raus namens Medusa, auf das ich schon sehr gespannt bin und ich glaube, ziemliche Wellen schlagen wird. Also ich glaube, der ist schon mittlerweile Finalist bei der Bertolt-Leibinger-Stiftung und ich bin schon sehr gespannt, wie das Ding wird. Wie macht ihr das eigentlich so? Gibt es bei euch auch so eine Art lokalen Stammtisch oder ist man halt auf denselben Festivals? Haben irgendwie alle zusammen studiert, wenn man so in der Region wohnt und arbeitet? Wie sieht's denn aus? Das Ding ist, es gibt nicht wirklich ein Institut, das wirklich sowas unterrichtet wie quasi Visual Storytelling oder sowas, soweit ich weiß. Dadurch sind die meisten Leute eher so, also bringen sich das meiste eher selber bei. Und wir haben noch immer einen am sogenannten Rüdigerhof, den Tisch 14. Das ist im Prinzip ein Stammtisch, der, glaube ich, jeden ersten Dienstag im Monat, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, da treffen sich einfach so quasi, gibt es immer so einen Stelllichein, da treffen sich immer die ganzen Zeichner mehr oder weniger, die halt eine Comic-Relevanz haben irgendwie aus Wien und kommen zusammen. Und eigentlich nicht nur Zeichner, auch Leute, die sich wirklich für das Thema begeistern und Festivals organisieren, wie den Indie Comics Day, die kommen dann immer zusammen und gießen sich einen hinter die Binde. Ja klar, ehrlich. Cool. Und ich war aber schon wirklich lange nicht mehr dort, aber es war eigentlich immer lustig und wirklich nette Leute. Ach cool, ja, an der Stelle also mal liebe Grüße an die Kollegen und Kolleginnen in Österreich. Mhm. ist Wien da nochmal so für sich so ein eigenes Ding? Oder ist das irgendwie, das ist echt eine blöde Frage, ich weiß, aber ist man da eher so lokal oder gibt es schon so, dass man sich international kennt? So, weil gefühlt ist das so, so Berliner haben bei uns ihr eigenes Ding und keine Ahnung, alles was so in Frankfurt unterwegs ist, ist auch noch ein bisschen lokal. Und irgendwie treffen sich alle manchmal im Internet, aber wenn man dann so hart auf hart kommt, sind es doch eher so lokale Regionen, habe ich das Gefühl manchmal. Wie ist das bei euch? Also ich glaube, das Linz-Festival, wo eben auch die Madame Eggert quasi jetzt beteiligt ist, ich glaube, das hat viele Leute aus ganz Österreich zusammengetragen, noch teilweise auch von internationaler Ebene, was ziemlich cool war. Aber Wien ist doch, also gefühlt jetzt, was ich so mitbekommen habe, ist doch eher lokal und
sehr persönlich, was das betrifft. Und nicht, ich glaube, also es gibt schon Leute, die sich schon sehr vernetzen, aber ich muss sagen, bin da jetzt nicht voll drin. Also ich habe jetzt nicht so einen Riesenüberblick, was das betrifft. Ja gut, dann würde ich sagen, unterhalten wir uns einfach über dich und deine Arbeit. Ist ja vielleicht auch so ein bisschen. Also es ist Sinn und Zweck unseres heutigen Gesprächs. Ich finde es voll toll, dass wir da die Gelegenheit haben, über dich und deine Arbeit zu sprechen. Denn ja, die Köpfe hinter dem Zwerchfell Verlag, die habe ich eingeschrieben und mir gedacht, ey, fragst mal, was sie so aktuell im Programm haben. Und ich bin absolut begeistert und sehr angetan davon, dass sie mich auf Requiem hingewiesen haben. Requiem erscheint ja demnächst, erschien schon im April diesen Jahres beim Zwerchfell Verlag. Und ich weiß nicht, wir fangen vielleicht mal ein bisschen vorher an. Fang doch mal vielleicht nochmal kurz den Abschluss her zu Lila. Ich habe Lila gar nicht gelesen. Erzähl doch mal, wie kam es denn zu deiner Arbeit bei Lila? Das hängt mit deinem Studium zusammen, ne? Ja, voll. Ich habe damals es gab sogar mal ein Institut in Wien, das ein Lehrgang angeboten hat, so eine kleine private Schule, die hatte eine Art Lehrgang zu Comic und Animation. Und ich habe damals, wollte ich eigentlich auf die Universität für angewandte Kunst und Grafik und Werbung halt was total Professionelles machen, wo man einen guten Job nachher bekommt. Und ich habe halt die erste Aufnahme komplett verbaut und habe so ein bisschen Panik bekommen, was ich jetzt machen soll, weil ich wollte nicht irgendwie nur rumhängen und nichts tun und habe irgendwie gesehen, dass es halt dann das gibt. Und habe mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert, dass ich halt so als Kind immer schon so ein bisschen davon geschwärmt habe, mal quasi Comic zu zeichnen, ja, und ich habe mir gedacht, gut, das ist mal, weißt du, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance, ich schaue mal, wie es läuft, ich werde mir einfach jetzt mal Mühe geben und einfach schauen, dass ich mal ein Jahr lang wirklich das probiere, einfach wirklich Comic zeichnen lernen und einfach schauen, ob das mein Ding ist, weil dann selbst, wenn es halt nichts wird, dann kann ich zumindest sagen, ja, ich habe es halt probiert und mein Bestes gegeben und dann irgendwie 3 Jahre später ist es dann voll gesnowballt in Lila. Das ganze Projekt hat eigentlich sehr simpel begonnen. Ich habe irgendwie so selber zur Motivation immer gesagt, ja, ich zeichne halt mal eine Seite so pro 2 Tage oder irgend sowas und probiere halt alle möglichen so Werkzeuge aus, weil zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich hauptsächlich nur gezeichnet, also mit wirklich so Bleistift und das war's. Und aber alle Verwandten haben mir immer so zu Weihnachten und zu Geburtstag immer so uncoole Sachen geschenkt, wie so, ja, so Copics und so urfancy, so Kugelschreiber und irgendwelche so Buntstifte, die ich halt nie angerührt habe und die urgestaubt haben schon. Und habe gedacht, ja, okay, ich muss jetzt mal irgendwas damit machen. Und ich habe halt so ein bisschen mir gedacht, so konzeptuell könnte das ganz gut funktionieren, wenn ich halt jedes Kapitel so mit einem anderen Werkzeug angebe, dann habe ich eine Ausrede, das mal anzugreifen und das mal zu lernen. Und es ist daraus dann relativ schnell dann einfach so eine ziemlich große Story geworden. Und es hat irgendwie immer mehr Spaß gemacht und ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Und dann irgendwann war es einfach meine Diplomarbeit. Und war im Prinzip dann schon so dann für mich so der Stempel, wo ich gesagt habe, ja, okay, das will ich machen, das ist saugeil und es gibt noch so viel mehr zu lernen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch den Herrn Christopher Tauber, einen der zwei Hauptakteure einen der Hauptakteure von Zwerchfell habe ich kennengelernt, weil der war sogar zufällig bei meiner Diplompräsentation dabei. Und er hat mir damals so... Ich weiß nicht, wenn man halt anfängt, solche Dinge zu machen, so vor allem kreative Dinge, dann ist man sich halt nie wirklich sicher, ob das halt so ein bisschen so ein, ja halt, ob das wirklich was Andauerndes sein wird, was man so macht irgendwie und ab welchem Moment man sich wirklich einen Comiczeichner nennen darf. Und der Christopher Tauber hat damals einfach so ganz nett gesagt, ja, du hast das ja gezeichnet, das heißt, du bist schon, was du sein willst und der Rest liegt an dir. Und das hat mir so einen riesen Push gegeben, das irgendwie dann noch weiter zu verfolgen. Also nochmal großes Dank an ihn. Also ich weiß nicht, ob ihm das bewusst ist, aber er hat mich da schon sehr motiviert. Ja, also Peewee, wie wir Comic-Leute ihn ja nennen, der Typ ist ja voll in Ordnung. Also ich habe den Christopher jetzt auch schon hin und wieder mal getroffen und kennengelernt. Wir sind jetzt nicht unbedingt Best Buddies oder so, aber also ich habe mit ihm jetzt auch schon mal eine geraucht und ein Käffchen getrunken. Ist zwar schon ein bisschen her, habe ich noch geraucht. Egal, der ist ja schon echt in Ordnung. Ich glaube, bei Zwerchfell Verlag da so anzukommen und so, die sind schon echt in Ordnung, die Jungs. Ne? Auch der Stefan Dinter und so, das sind ja schon tolle Leute. Ja, absolut. Also ich bin auch wirklich froh, bei Ihnen gelandet zu sein. Das war auch eigentlich mein Wunschverlag für Requiem. Und irgendwie auch, ich wusste halt, wenn mich jemand vertritt in Deutschland, dann sollen es halt die sein und war halt sehr froh, dass sie das auch machen wollten.
Nochmal ganz kurz zu Lila, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du quasi während des Studiums einfach mal drauf los was gezeichnet, von dem am Ende alle begeistert waren und deine, sag ich mal, Comic-theoretischen Erfahrungen waren eher so mehr so Learning by Doing, habe ich es richtig verstanden? Ja, es war alles on the run. Ich hatte eigentlich kein wirkliches Konzept, ich habe wirklich von Seite zu Seite gearbeitet. Ich wusste nie, also wie ich die erste Seite begonnen habe, wusste ich nicht, wie die dritte ausschaut. Und aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Ja, bin froh, dass ich das irgendwie zu einem coolen Ende bringen konnte. Super. Ja. Und das Ding ist ja dann beim Luftschacht Verlag rausgekommen, habe ich noch nie von gehört. Was ist das? Wie kam es dazu? Ja, der Jürgen Lager, der ist der quasi Verleger von Luftschacht, den habe ich kennengelernt nach einem Kurs über Marketing, wo mir irgendwie so beigebracht wurde, so, wo ich so grob so einen Crashkurs hatte mit, okay, wie stellt man halt Projekte vor, wie kriegt man Förderungen, und ich habe irgendwie gedacht, okay, dadurch, dass ich eh schon das Projekt Lila so angesetzt habe, Learning by Doing, und ich es jetzt eigentlich schon im Begriff bin, fertig zu machen, wäre eigentlich so der nächste Schritt, Learning wäre zu probieren, das irgendwie halt fördern zu lassen oder halt mal rauszubringen, aber halt mit einem großen, ja, also mit ich hatte keine Erwartungen whatsoever, aber dachte, ja, ich gehe mal hin, ich zeige einfach, wie am Anfang, so, ja, ich probiere es einfach. Wenn ich wirklich probiere, dann kann ich auch, wenn es schief geht, sagen, ja, okay, es hat nicht funktioniert, aber ich hab quasi meinem Werk Ehre getan, indem ich halt wirklich mein Bestes gegeben habe. Und dem Jürgen hat es getaugt, und wir waren dann wirklich lange in Kontakt, bis er wirklich ja gesagt hat, weil natürlich Lila, ich bin halt unbekannt noch total gewesen, und Lila ist auch nicht so leicht zu verlegen, weil es halt keinen Text hat. Dazu, was mein Erstlingswerk ist, war ziemlich viele Seiten, für das es komplett bunt war. Das heißt, es war auch nicht billig herzustellen. Es war halt eine große Investition von seiner Seite. Und einer der Hauptgründe, wieso ich dann Requiem so schnell wie möglich nachsetzen wollte, war auch, um ihm quasi Respekt zu zollen, dass ich halt das nicht einfach so drauf belasse, sondern dass ich das wirklich weiter verfolge. Und um ihm auch so ein bisschen meine Dankbarkeit zu zeigen, dass er sich getraut hat, in mich einfach so zu glauben, also an mich zu glauben, ja. Oh, das ist top. A story came true. Oder dream came true, so rum. Ja, du hast jetzt schon gesagt, dass du von allen Seiten mit Zeichenwerkzeug quasi beschenkt worden bist. Das heißt, du bist vor allem analog unterwegs, was das Arbeiten angeht, oder machst du auch digitale Sachen? Ich habe auch ein bisschen digitale Sachen gemacht oder mache auch welche, weil es einfach praktisch ist und interessante Ausdrucksmöglichkeiten, aber so wirklich at home fühle ich mich schon eher mit analogen Zeug. Und jetzt gab es ja eben Requiem, und ich habe Requiem vorab bekommen, digital lesen können auf meinem Tablet, bin übrigens ja immer wieder großer Fan von Comics digital, darauf kommen wir vielleicht später noch, wenn sich die Zeit ergibt, und ich war wirklich sehr angetan von Requiem, so viel schon mal dazu. Was habe ich geschrieben hier in meinem Tweet? Erzählt vom Abenteuer eines gefallenen Ritters in einer Welt danach, Dark Souls, Lost Places, Gothic, bildgewordene Poesie ohne viel Text, und ungefähr genau das waren meine Eindrücke. Erzähl mal ein bisschen vom Produktionsprozess von Requiem, ne? Also, keine Ahnung, wie ging's los, wie kamst du zu Requiem, stand der Titel von Anfang an, und wie viel Dark Souls hast du in deinem Leben gespielt? Okay, also 2018 war das Jahr, wo ich Dark Souls 1 gespielt habe. Und tatsächlich. Das war auch das Jahr, wo ich es angefangen habe, das Projekt. Aber ich muss auch sagen, es kam nicht hauptsächlich von dem Spiel. Ich habe nämlich auch sehr viel Dungeons & Dragons gespielt zu dem Zeitpunkt, als Game Master hauptsächlich. Und ich hatte so, also ich weiß nicht, ob du halt mit dem vertraut bist, aber wenn man als Game Master so Stories entwickelt, dann ist es meistens so, dass halt die Spieler trotzdem sehr unabhängig von dir sind. Also selbst wenn du quasi sagst, ah, okay, da hinten ist das große Schwert und ihr müsst das holen, dann können die auch sagen, nee, kein Bock, wir gehen jetzt lieber rüber und besaufen uns mit irgendwelchen Barbaren. Und dadurch sind halt sehr viele Ideen entstanden und auch halt ein paar nicht verwendet worden. Und ich habe mir halt die immer so ein bisschen so zur Seite gelegt, so im Kopf. Und die sind halt schon so zusammengebrodelt, dann im Hinterkopf so ein bisschen in so eine Richtung, so wo ich Bock hatte, was Fantasy-mäßiges zu machen. Dann habe ich halt Dark Souls gespielt und war halt urbegeistert, wie es das Spiel es schafft, eine Geschichte zu erzählen ohne viel Dialog, aber trotzdem unglaublich tief und prägnant zu wirken. Also einfach, wie es schafft, irgendwie durch die ganzen Welten dich zu führen. Und das habe ich halt versucht, so ein bisschen einzuarbeiten in das Projekt, so was für Kulissen eigentlich möglich sind und was für eine Stimmung eine Endzeit eigentlich rüberbringen könnte. Und dann halt 2018 ist dann halt so viel zusammengekommen. Also ich habe halt, wie gesagt, Dark Souls durchgespielt, ich habe diese ganzen Ideen gehabt. Ich wollte mal wieder was machen, weil
Lila war zu dem Zeitpunkt schon so ein paar Monate her, dass es rausgekommen ist. Und ich habe irgendwie mir mal wen sagen hören, einen berühmten Kerl oder Frau, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, du hast dein ganzes Leben lang Zeit, dein erstes Album rauszubringen, aber nur ein Jahr dein zweites zu produzieren. Und ich hatte das Gefühl, okay, wenn ich dranbleiben will, dann muss ich das jetzt machen. Und ich war sowieso total unzufrieden mit meinen Ergebnissen an der Uni. Das war kurz nach meinem Mappengespräch und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich verschwende einfach ein bisschen meine Zeit. Und dann ist das einfach so ausgebrochen. Auch dazu hat mich meine Freundin verlassen. Ich hatte plötzlich urviel Zeit. Und es war dann eh so Sommer irgendwie. Und ich bin einfach so in die Berge gefahren und habe dann einfach voll losgelegt und bin einfach to town gegangen. Ich habe einfach wie ein Wilder angefangen zu arbeiten mit der Urmörder-Schedule, wo ich jeden Tag 2 A3-Seiten gezeichnet habe. Also es war ziemlich mörderisch. Und so ist es losgegangen und habe es eigentlich durchgezogen, fast in einem Jahr eigentlich, den Kern zu machen. In einem Jahr das komplette Ding, okay. Und das Setting, also die Idee, sag ich mal, dazu, wie kam es dazu? War das wirklich auch, ja, auch geprägt eben durch diese Gaming-Erfahrung? Oder hattest du weil du vielleicht auch musikalisch so ein bisschen in eine düstere Richtung gehst, schon immer Bock auf sowas? Wie kam es da zum Setting? Das Setting, es war, also ich wollte unbedingt, bei Lila habe ich ja sehr viele verschiedene Werkzeuge verwendet und bei Requiem wollte ich bei maximal zwei anwenden. Ein Hauptding, das wollte ich mit der Tusche angehen und ich habe dann angefangen zu überlegen, okay, was würde ich gern mit Tusche zeichnen wollen, und durch diese ganzen Bildwelten, inspiriert durch Dark Souls, hatte ich irgendwie so einen Drang so in die Richtung so Dantes Inferno, so ein bisschen so Holzschnittmäßig in die Richtung zu gehen irgendwie. Und dann hatte ich irgendwie so gleich so sind sofort diese ganzen Ideen von Dungeons & Dragons aufgesprüht, so diese ganzen Bilder, die ich im Kopf hatte, und ich wusste, ich will da irgendwie in diese Fantasy-Richtung. Aber wie kann man Fantasy nutzen, ohne sich zu verlieren irgendwie in der Welt? Wie kann man Fantasy als Stilmittel nutzen, um eine Geschichte zu erzählen? Und ich wollte nicht, dass mein Charakter ein wirklicher Mensch ist, sondern im besten Fall eine Art Monster. Und dadurch war es irgendwie so, Fantasy kann total praktisch sein, weil Leute können ja einfach von den Toten auferstehen irgendwie. Das ist halt in der realen Welt nicht möglich. Und das könnte ich benutzen als Stilmittel, um quasi einen Bruch zu machen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das heißt, es hat mir ein bisschen erlaubt, auch quasi eben die Aquarelle einzuarbeiten, die ich auch sehr gerne habe. Und gleichzeitig halt auch diese Schraffierungen, diese Tuscheschraffierungen, mich in denen auszuleben, das ich eigentlich vorhatte. Und die Geschichte hat sich dann eigentlich eher aus diesen ganzen Bedürfnissen dann heraus ergeben, dass ich sage, okay, es hat halt diese zwei Seiten, dieses, okay, man ist etwas und man erinnert sich an etwas, was man mal war. Und ich wusste sofort, dass halt diese zwei Seiten eben jeweils durch ein Handwerk repräsentiert werden. Und das hat sich dann eben über den Sommer herauskristallisiert, wie dann die Story dann eigentlich ausschaut. Ja. Musstest du, weil du jetzt auch den, wie hast du es genannt, Holzschnitt hast du es, glaube ich, genannt, musstest du da viel Recherchearbeit investieren, weil das ist ja schon was ganz anderes als Lila. Also das ist ja nicht einfach nur, sag ich mal, eine andere Kopfform, sondern schon sehr viel mehr Arbeit, auch im Detail, die du da also reinstecken musstest. Musstest du einfach viel recherchieren, gerade so was vielleicht auch optische Vorbilder angeht und so? Ich wünschte, ich hätte mehr recherchiert. Doch. Ich habe wirklich so ein bisschen so aus dem Bauch heraus begonnen, aber sowas wie Bernie Wrightson zum Beispiel, der wäre super gewesen, hätte ich den gekannt, bevor ich angefangen habe. Und eben auch irgendwie Dantes Inferno. Ich habe das erst alles nachher gelesen und war eigentlich so ein bisschen enttäuscht, weil da gab es einfach Leute, die das einfach schon so gut gemacht haben und da hätte ich einfach eine Menge noch lernen können, bevor ich überhaupt losgelegt habe. Ich habe dann mehr so Sachen, mehr so aus so alten Mangas, die ich gelesen habe, mir so Inspiration geholt, wie Lone Wolf and Cub. Und bin dann erst so auf dem Weg so ein bisschen auf diese ganzen Vorbilder getroffen, die eigentlich irgendwie so, verwandt sind irgendwie mit dem Stil. Ja, ist natürlich interessant, dass du das einfach so aus dem Bauchhaus alles gemacht hast und letztlich nur so quasi ein bisschen aus der Erinnerung heraus. Faszinierend. Das ist hier komplett in Schwarz-Weiß und auch analog entstanden, oder? Genau, das war alles wirklich nur Tusche. Ich habe wirklich lange rumprobiert, was für Dinge ich verwende. Am Anfang wollte ich mit der Feder, aber ich fand
im Endeffekt habe ich mich dann entschieden für diese klassischen, so, wie heißen die, Micron, ich habe da einen sogar stehen, Micron Sakura Pens, das sind einfach so, die haben eine fixe Stärke, was dann im Endeffekt praktischer war, weil dadurch konnte ich, hat das Ganze weniger lebendig ausgeschaut. Das Problem war nämlich, die Outlines und überhaupt die Lines haben mit der Feder ein bisschen zu lebendig und zu pulsierend ausgeschaut dann im Gesamtbild, was dann eigentlich ein bisschen wieder meiner Vision von dieser toten Welt quasi mich ein bisschen weggetrieben habe, auch wenn es auch cool ausgeschaut hat. Und ich habe dann quasi diese eintönigen Linien haben dann mir mehr gebracht irgendwie. Es hat das Ganze verstärkt, das Thema. Und es hat richtig so, also bei manchen Seiten war ich richtig stolz, weil es hat richtig so gewirkt, als hätte ich das, als wäre das so reingekratzt gewesen ins Papier. Ja, wenn man sich das mal genau anguckt, immer wenn es darum geht, eine schwarze Fläche zu zeichnen, sind es ja letztlich ganz viele kleine Striche. Das hat doch bestimmt ewig gedauert pro Seite, oder? Ja, ich will gar nicht wissen. Ich glaube, ich habe mir sogar irgendwo aufgeschrieben, wie viele Dinge ich verbrauchte, wie viele Stifte. Unglaublich viele. Ja, vielleicht erzählst du uns doch mal, wie würdest du denn die Story zusammenfassen aus deiner Sicht? Mhm. Ich habe es für mich so ein bisschen gesplittet zwischen Plot und Story, weil der Plot ist im Prinzip, ein untoter Ritter bekommt beim Anblick einer Krähe eine Erinnerung von seinem Leben, bevor er untot war. Und in dieser Erinnerung wird ihm bewusst, dass diese Krähe, diese Art von Krähe, eine Wanderkrähe ist, die immer bestimmte Punkte abfliegt. Das bedeutet, wenn er ihr folgt über ein Jahr hinweg, müsste sie theoretisch wieder an dieselben Punkte kommen, an die sie schon war. Das heißt auch an die Punkte, an die er sich erinnern kann. Und somit rennt er ja einfach hinterher in der Hoffnung, dass er einfach ein bisschen mehr über sich herausfindet. Die Story geht mehr darum, wo die Grenze liegt zwischen einem Mensch und einem Monster. Was macht Menschlichkeit aus? Sind es die Erinnerungen, die wir haben, oder ist es die Art, wie wir damit umgehen und was wir uns entscheiden, damit zu machen? Ja, unser Protagonist ist ja teilweise, wenn man so will, auch sehr gedankenverloren, auch wortwörtlich so, dass er von seiner Außenwelt erstmal wieder zurückgeholt werden muss und so. Aber letztlich schon auch in der, wenn man so will, tollen Monologen. Das ist wirklich, das ist philosophisch. Und ich habe das Wort Poesie da jetzt nicht ohne Grund benutzt. Hattest du da irgendwie Vorlagen oder wie kam es dazu, zu diesem Ansatz? Man hätte das ja auch sehr viel plumper, sage ich mal, noch alles schreiben können von der Wortwahl her. Ja, da habe ich auch ein bisschen Hilfe gehabt vom Herrn Christopher Tauber. Mhm. Der hat mir da ein bisschen unter die Arme gegriffen, weil ich meine, einer der Hauptgründe, wieso Lila wortlos war, ist, weil ich sehr viel Respekt vor geschriebenem Wort habe. Du kannst die wunderschönste Zeichnung haben auf der ganzen Welt, aber wenn ein schlechter Text drüber ist, dann ist es komplett wertlos. Umgekehrt aber, interessanterweise, wenn du einen wunderschönen Text hast, dann kannst du wirklich den größten Schmarrn drunter malen und es ist trotzdem ein Meisterwerk. Und deswegen hatte ich wirklich sehr lange sehr viel Angst, auch, muss ich straight sagen, vor Text. Mhm. Und habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit investiert. Mehr sogar, glaube ich, als in die Zeichnungen, das einfach so gut wie möglich zu texten. Und ja, ich bin froh, dass es mundet, weil das war ein großer, großer Lernprozess, muss ich schon sagen. Aber das ist doch keine Schande, ganz im Gegenteil. Also zum einen ist es echt top, wenn jemand wie der Piwi Lektorat übernimmt. Das macht er ja nicht zum ersten Mal. Und ist ja selber auch Autor und ich glaube Zeichner auf jeden Fall auch und so. Und also da hast du ja den Experten schlechthin an deiner Seite gehabt. Aber das heißt doch, letztlich für dein nächstes Werk suchst du eigentlich noch einen Autorin oder Autorin, oder? Das wäre unglaublich cool. Also wenn ich mal mit dem Piwi was gemeinsam machen könnte, das wäre schon... Aber allgemein auch. Also ich habe leider noch nie jemanden getroffen, der daran an sowas Interesse hätte, aber das wäre unglaublich cool. Oh, da reden wir nach der Aufnahme nochmal. Da gibt es ein paar Namen, die mir sofort einfallen, die gerne was in der Richtung machen würden. Also ihr merkt schon, wenn ihr da draußen Lust habt, mal ja einfach eure Geschichte umgesetzt sehen zu wollen. Ach komisch, egal. Dann meldet euch mal direkt beim Albert.
Ja, voll geil. Also, was habe ich hier eigentlich alles so vor mir gehabt? Also wirklich eine Geschichte, die mich sehr beeindruckt und die halt auch nicht so mega viel Text hat. Ne? Also das merkt man schon. Ich finde das persönlich immer ganz positiv. Also, es gibt einfach einen guten Flow. Und das bedeutet nicht, dass man hier schnell ratzfatz durch ist, weil dafür gibt es viel zu viele Details zu entdecken. Aber man kann das einfach in Ruhe lesen. Ich finde es sehr atmosphärisch alles. Ich finde es auch interessant, was da teilweise, gerade zum Beispiel, wenn das große Monstrum, das wir schon auch auf den ersten Seiten kennenlernen, diesen großen Dämon, mit was für einem Font das Ganze auch dann gelettert ist und so. Das ist schon sehr interessant. Wie kam es zur Fontwahl? Hast du das selbst gemacht? Hat der Piwi geholfen? Wie sieht es dabei aus? Oh Gott, das war so schrecklich. Aber es war, es war nämlich, ich hab am Anfang rumgespielt irgendwie mit halt so Computerfonts und ich habe sie halt so als Platzhalter verwendet, aber ich wusste, es wird nicht passen am Ende und es wird mich auf ewig stören und heimsuchen, wenn ich das nicht illustriere, die Schrift. Und das war ein unglaublicher Kampf, weil ich habe mir gedacht, so in meinem Kopf war das so, okay, super easy, ich mache einfach so quasi die Fonts, die mir gefallen und dann quasi lege ich das Blatt drüber, über den Bildschirm und dann pause ich quasi die Schrift ab. Und dann schaut das dann irgendwie illustriert und cool aus. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe dann einen alten Laptop mir hergenommen, so einen schwarzen Mac noch, weil die haben irgendwie so einen dünneren quasi Monitorscheibe, also eine dünnere Monitorscheibe. Das heißt, du kannst wirklich so durchsehen und ich habe dann quasi jedes einzelne Wort, jeden einzelnen Buchstaben habe ich dann wirklich also quasi gezeichnet und so leicht abgeändert. Also es sind grundsätzlich schon Fonts, die quasi als Ursprung gelten, zum Beispiel die Stimme mehr oder weniger vom Ritter, das ist die Minion Sans, aber ich habe sie noch so ein bisschen abgeändert, damit sie ihm besser steht. Also ich wollte nämlich, das ist halt das Ding, es gibt nämlich so Szenen, wo du niemanden siehst, aber Leute reden. Aber man sollte trotzdem immer kapieren, wer gerade was sagt. Mhm. Und das wollte ich eben mit diesen verschiedenen Fonts irgendwie hinbekommen. Und ich habe mir die fürchterlichste Arbeit der Welt angetan, aber ich finde, es hat sich ausgezahlt, weil vor allem der Ziegendämon, die Font, die war die größte Arbeit, aber ich bin noch immer stolz, weil es schon wirklich unglaublich cool ist. Ja, definitiv, das ist dir sehr gut geglückt. Also man sieht genau auch diesen Beispiel, den du genannt hast, das ist natürlich total smart, wenn man das so macht. Andere machen meinetwegen eine andere Hintergrundfarbe in die Sprechblase. Du entscheidest dich hierfür, ja, Font ist dann ja eigentlich nicht der richtige Begriff, also doch andere Schreibweise und so. Aber stimmt schon, wenn man sich das genau anguckt, das ist mir natürlich nicht aufgefallen, aber das ist natürlich nochmal handgezeichnet, nochmal drüber, also zumindest abgeändert. Wahnsinnig interessant. So, und das Ganze ist ja auch, wenn man so vier große Artikel, sag ich schon, in vier große Kapitel unterteilt, nämlich die vier Jahreszeiten. Was war dafür der Ansatz? Um das Jahr wahrscheinlich zu repräsentieren, von dem du gesprochen hattest, ne? Genau, ich wusste, damit ich mich nicht verliere, dass ich das Ganze quasi als Jahr strukturiere. Es macht doch irgendwie Sinn mit der Wanderkrähe. Und ich wollte mir auch so ein bisschen auch so einen Rhythmus setzen, weil bei Lille habe ich mehr oder weniger die Kapitel einfach so gemacht, ohne wirklich einen größeren Plan. Aber so wollte ich eine Balance hinbekommen, dass halt jedes Kapitel quasi circa dieselbe Seitenanzahl hat, aber trotzdem irgendwie in sich noch so ein bisschen Höhepunkte hat, auch ein bisschen ruhigere Momente und dass ich irgendwie Pacing auch mal irgendwie lerne. Also, falls es dir aufgefallen ist, Intro und Frühling sind beide 27 und 26 Seiten lang. Sommer, Herbst und Winter, das was in der Mitte ist, sind alle 48, 50 und wieder 48 Seiten. Also ich wollte das sehr mit sehr viel Balance angehen. Und auch so ein bisschen repräsentieren diese ganze Reise und auch quasi die Effekte, die auch die Umgebung ausstrahlt zu diesen Jahreszeiten. Also Herbst ist halt einfach wirklich, da regnet es die ganze Zeit und das wollte ich auch zeichnen. Mhm. Und dann halt auch der Winter, der halt eben diese großen Weißflächen hat, auf die ich mich halt sehr gefreut habe, weil dadurch kann man halt eben so immens schwere, schwarze Objekte noch stärker repräsentieren, also der Kampf im Schnee, im Winter, das ist eigentlich meine favorite Scene, die hat mir am meisten Spaß gemacht zu zeichnen und ja, es hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, einfach mit etwas Simplem wie einem Tuschestift mich in sehr unterschiedlicher Weise auszudrücken und das war auch so für mich ein bisschen die Challenge, dass ich das irgendwie im Gegensatz zu Lila mit einem Werkzeug diesmal schaffe, einfach eine Bandbreite an Atmosphären vielleicht rüberbringen, ja.
Ja, ich merke schon, das hier ist wirklich auch eine Arbeit, in der du selber wahrscheinlich auch einiges gelernt hast, wie du jetzt ja mehrfach schon betont hast. Es ist wirklich faszinierend. Ich finde es auch wirklich, also ich scroll hier gerade so durch den Comic durch und da sind so viele tolle Artworks dabei. Davon könnte man sich nahezu alles irgendwie als Hintergrundbild irgendwo einstellen. Das wirklich ist dir sehr schön gelungen. Nochmal, muss ich an der Stelle mal auch betonen. Dankeschön. Danke dir. Ist wirklich ein hübsches Teil. Planst du eigentlich da irgendwelche Lesungen mit? Hast du da vor, irgendwas in der Richtung noch zu machen? Ist da was angedacht? Eine Lesereise wird es vermutlich so schnell nicht geben. Ist da trotzdem was in der Richtung angedacht? Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig wegen Corona. Aber ich habe mit einer Kollegin ein bisschen gesprochen. Das ist natürlich alles noch in den Kinderschuhen. Aber es ist dadurch, dass das Projekt gefördert wurde, zum Teil von der Angewandten. Die haben das im Rahmen von so einem Projektstipendium, haben sie mir ein bisschen Geld zugeschossen, was super nett war und ich bedanke mich auch nochmal herzlich bei denen. Habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die quasi die Bücherei dort leitet an der Universität und ihr ein bisschen von dem Projekt erzählt und irgendwie so in der Zeit, wo ich halt Lila rausgebracht habe und jetzt auch an Requiem gearbeitet habe, habe ich öfter mit Kollegen geredet und es besteht irgendwie schon das Bedürfnis von vielen verschiedenen Leuten zu publizieren. Und dadurch, dass ich halt irgendwie jetzt zweimal sogar das Glück habe, das rauszubringen, habe ich mir gedacht, ich könnte vielleicht so eine Art, weiß nicht, Art Buchpräsentation gepaart irgendwie so ein bisschen mit so einer Art Erfahrungsbericht, wie es so ist halt so, oder wie man halt am besten den Verlegen entgegenkommt und es ihnen leichter macht, deine Arbeit zu evaluieren und quasi so gewisse Prozesse so ein bisschen smoother macht. So ein bisschen so, ja okay, wie flirtet man mit Verlegen, so mit Verlagen auf die Art. Aber wie gesagt, das ist halt nur so eine Idee und man muss halt mal schauen, wie das so wird, auch vor allem mit Corona. Na klar, wenn du jemanden brauchst, mit dem du online eine Lesung veranstalten kannst, also quasi dich dazu befragt und durchführt, sag einfach Bescheid. Ah, liebe gern. Und was mir natürlich auch auffällt, wenn man so durchscrollt und du hattest auch ein bisschen schon auf deine Manga-Vorlage oder auf die Manga-Inspiration, letztlich hast du schon beschrieben, das Ganze hat schon diese so shoneneske Züge, wenn man so will, ja. Also ich kenne jetzt auch nicht so mega viele Manga, aber man kann schon echt diese epischen Schlachten mit einem Riesenschwert quer übers Monster drüber oder wirklich, also keine Ahnung, es gibt, also wer jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wirklich so wie Dragon Ball kennt oder Naruto oder so, der kann hier schon irgendwie auch Parallelen sehen und das finde ich mega faszinierend. Bist du selbst auch so Manga, liest du heute auch noch viel Manga und Comics? Ich finde Comics, Mangas und halt Graphic Novels, die sind irgendwie so, also ich finde alles unglaublich cool und faszinierend und irgendwie fast schon alles ein Medium für sich, aber ich habe es immer so ein bisschen schade gefunden, dass die meisten Graphic Novels und eigentlich auch die Comics, die amerikanischen Comics, dass sie zwar unglaublich elaboriert und interessant gezeichnet sind, aber dass halt die Action-Sequenzen, das kriegen die Mangas einfach immer am besten hin. Ich weiß nicht, die haben einfach so ein unglaubliches Händchen dafür, unglaublich interessante Kameraperspektiven zu nehmen und so richtig Schwung und Dynamik und so richtig zu abstrahieren teilweise, wenn es wirklich hektisch wird und schnell. Und ich wollte das irgendwie unbedingt verbinden, diesen Anspruch, okay, es sind halt Artworks, die jetzt so ein bisschen so für sich stehen, die nicht so einen klaren Stil haben, aber dann trotzdem in den Action-Sequenzen halt auch wirklich wild sein können und halt wirklich so, wo die Action im Vordergrund steht. Weil das fand ich oft schade bei Superhelden-Comics, dass halt doch Action-Sequenzen doch sehr statisch sind und so ein bisschen zweidimensional und wo es mehr um die Story geht, um den Kontext hinter den Kämpfen, was natürlich total legitim ist und dazu führt, dass halt Kämpfe nicht einfach nur so Schlock sind, sondern dass halt immer was passiert, auch mit den Charakteren. Aber da fand ich halt da hat einfach der Manga, ich meine, die haben einfach so dieses Commitment einfach zu Over-the-Topness, das ich halt so ein bisschen übernehmen wollte. Ja, das passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Es ist eine unnatürliche, unwirkliche Welt. Warum da nicht auch übertriebene Action oder übertriebene Darstellung von Interaktionen von Figuren? Das passt halt einfach auch sehr gut und ist auch sehr mitreißend. Man hat dadurch nämlich auch, finde ich, eine sehr gute Dynamik zwischen ja eher ruhigen Momenten. Man guckt mal auf eine Fläche, auf eine Landschaft irgendwo ins Nirgendwo und denkt irgendwie über keine Ahnung was für tiefsinnige Dinge nach und hat aber drei Seiten später auch schon wieder den fantastischen Kampf gegen eben andere Krähen, gegen eben auch den Dämon und so. Das ist natürlich einfach auch eine tolle Mischung. Ach, danke dir.
Ich will jetzt nicht zu viel von der Handlung vorwegnehmen, um euch da draußen jetzt ja nicht den Spaß zu nehmen, aber es gibt wirklich auch die ein oder andere Überraschung. Es bleibt insgesamt sehr düster und wir haben auch insgesamt noch einen dritten Protagonisten, von dem ich zumindest mal kurz, ja, den ich anreißen möchte, nämlich plötzlich ist da ein kleiner Junge und dieser kleine Junge schließt sich unserem Team an. Wie kam es dazu? Warum der kleine Junge? Es war so, dass ich die Geschichte konzeptuell entwickelt habe bis zu einem gewissen Punkt bei Herbst, wo es so zu einem Art Duell kommt zwischen den beiden. Also zum ersten, also eigentlich zum zweiten, weil ganz am Anfang kämpfen die auch kurz gegeneinander. Und es hat sich so ein bisschen, drum gedreht, so okay, wie kann man das irgendwie interessant machen? Und da kam mir halt so aus meiner D&D Game Master Erfahrung kam mir halt so quasi so eine Ressource zugute, und zwar quasi Magic Banana Monster. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, ob eine Szene wirklich spannend ist, hau einfach ein wildes Element noch mit rein, dass das Ganze so ein bisschen auflockert. Und das war in Form des Basilisken. Mhm. Ein Basilisk ist halt so die Kreatur, die halt Dinge zu Stein werden, also Lebewesen zu Stein werden lassen kann. Und dadurch, dass halt der Ritter einer Krähe folgen muss, wäre es doch interessant, eben dieses Duell zu unterbrechen mit der Tatsache, dass ein Basilisk diese Krähe zu Stein macht. Das heißt, okay, plötzlich switchen sich die Prioritäten von, okay, wir können sie jetzt nicht wirklich, also es bringt jetzt nichts zu duellieren, weil ich habe kein Leverage mehr, weil die Krähe quasi ist zu Stein. Ich kann nicht das gegen dich verwenden. Das heißt, gut, wir kämpfen jetzt gemeinsam gegen ein etwas Größeres. Und dann kam die Idee, okay, wenn aber dieser Bann gebrochen ist, dann müssten ja eigentlich alle anderen Lebewesen, die auch zu Stein geworden sind, müssten ja auch so quasi wieder anfangen zu leben. Und da wurde quasi die Idee geboren von diesem Jungen, der zum großen Teil auch den Ritter repräsentiert. Und wie der Ritter mit dem Jungen umgeht, zeugt so ein bisschen davon, wie er anfängt, seine Vergangenheit zu akzeptieren. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich wollte dem Ritter die Möglichkeit geben, sich zu redeemen. Mhm. Das ist, glaube ich, wirklich sinnvoll, jetzt nicht so sehr in die Details reinzugehen, und will aber trotzdem die Frage stellen, ob du dir ein Sequel vorstellen könntest. Denn ich sag mal, die Möglichkeit, die sehe ich schon. Ich muss sagen, ich habe so viel geflirtet mit dieser Idee. Ich habe es immer wieder, so ist es aufgeploppt. Aber ich glaube, ich schaue einfach mal, wie so die Reaktionen sind. Ja. Es gäbe schon. Es ist halt die große Frage bei Sequels, ist, was gibt es noch zu sagen? Ja. Und in dem Fall ist es ein bisschen schwierig, das zu sagen. Also die Idee, die ich hatte, ohne dabei auf Spoiler zu treten. Aber im Prinzip, wenn man, das Erstaunliche an Kindern ist, meiner Meinung nach, dass sie, egal in was für eine Umgebung sie hineingeboren werden, mehr oder weniger, sie akzeptieren die Umstände um sich herum als normal. Also auch wenn es quasi für manche Leute, die das von außen sehen, denken sich, oh mein Gott, wie kann man in so einem Umfeld leben? Richtig. Aber für Kinder, die dort hochgewachsen sind, für die ist das was völlig Natürliches. Und für jemanden, der eine Welt, wo Dämonen und Monster rumlaufen, etwas für jemanden, der das als völlig natürlich ansieht und dann aber jemand kommen könnte und Dinge wieder normal machen könnte, also wo keine Monster und Dämonen mehr rumlaufen, dann wäre das doch eigentlich das Ende der Welt für das Kind. Mhm. Und das könnte der Stoff für einen ziemlich guten Anti-Helden geben, würde ich so behaupten. Mhm. Jemand, der eigentlich nur seine Freunde beschützen will, auch wenn diese Freunde Monster und Dämonen sind. Sehr interessante Idee. Aber es schwebt noch und es wird noch dauern, bis das landet wahrscheinlich. Mir persönlich würde einfach more of the same reichen, höher, schneller, weiter und Teil 2 fertig. Das wäre ich schon völlig angetan. Sehr gut, prima. Also Requiem an der Stelle, wie gesagt, ich habe jetzt mehrfach betont, was mir daran gefallen hat und bin da auch wirklich dankbar, dass ich das vorab lesen durfte. Habe natürlich trotzdem hier noch ein paar andere Fragen, auf die wir nochmal zu sprechen kommen müssen. Ja, also ich habe gelesen, dass du im echten Leben, wenn du mal gerade keine Comics zeichnest, auch im Kino arbeitest, ist jetzt, glaube ich, eher so schlecht, oder? Nein, ganz und gar nicht. Ich liebe meinen Job im Kino. Ich weiß nicht, ich hab mein ganzes Studienleben lang hat mich irgendwie jeder belächelt, dass ich einfach so gerne ins Kino hacken gehe.
Aber ich fand das immer urcool, weil es war der perfekte Ausgleich zur kreativen Arbeit. Du sitzt halt, ich meine nicht, dass halt Arbeit im Kino jetzt total unkreativ ist, aber quasi du gibst einfach Leuten, was sie wollen, gibst ihnen einfach die Tickets, plauderst mit ihnen, schaust dir nachher einen Film an und kannst während der Arbeit einfach so weiter an Ideen arbeiten und wirst einfach total inspiriert von deinem Umfeld, weil Kino lebt Geschichten und irgendwie da in diesem Fluss zu sein von neuen Dingen, die ständig reinströmen und neuen Ideen cinematografisch oder auch also konzeptionell, das ist einfach total bereichernd. Und ich habe sogar das Glück, dass das Gartenbau-Kino, Gott segne dich, Lukas Kieres, ist, dass du mich dort eingestellt hast, dass das Gartenbau-Kino mir gestattet oder mich mehr oder weniger auch dazu beauftragt, mittlerweile auch so Cartoons zu machen für ihr Social Media oder Filmplakate zu filmen, die halt gerade rauskommen oder halt so Klassiker. Ich durfte zum Beispiel das Blues Brothers Plakat machen für halt das Jubiläum. Und das ist halt so ein Traumjob, ja. Ein Illustrator sein für ein Kino ist halt sowas, weiß nicht, das könnte ich meinem 8-jährigen Ich so kurz erzählen, so, hey, wäre cool, wenn du das mal machen könntest. Und der wird nicht mal wissen, so, hey, wie überhaupt. Also, ja. Bin sehr glücklich über den Job dort. Ich meinte mehr so verbunden auch mit der Frage, dass das jetzt gerade schwierig ist, zumindest hier in Deutschland. Haben die Kinos bei euch denn offen? Ach so, na, es ist so, dass die Kinos jetzt bald wieder aufsperren, also jetzt im Mitte Mai. Mhm. Aber wir, also speziell mit wir meine ich jetzt das Gartenbau-Kino, das ist gerade mitten im Sanieren. Die haben jetzt einfach gesagt, okay, also es wird jetzt eh warm und jeder wird jetzt einfach rausgehen und was unternehmen mit den Leuten oder halt ein bisschen in die Natur fahren. Das heißt, aufsperren macht jetzt nicht so viel Sinn. Das heißt, wenn wir sanieren, dann jetzt. Und genau das machen sie jetzt. Und wir werden dann erst im Herbst wieder aufsperren, was okay ist. Also, ja. Okay, aber interessant auch mal die Info, nebenbei habe ich hier noch einen Filmpodcast, einen großen, dass überhaupt bei euch die Kinos aufhaben, finde ich schon spannend. Da sind wir hier in Deutschland erstmal noch voll weit von weg und wir hoffen auf Juli. Mal gucken, vielleicht Juni, aber früher nicht. Aber Mitte Mai finde ich schon toll. Ja, ich glaube, sie wollen noch so ein bisschen so das kurz vorm Sommer noch so ein bisschen abgrasen, halt, dass die Leute auch ein bisschen noch, ja, die Kulturinstitutionen einfach nochmal besuchen, bevor sie wegfahren. Sehr schön. Ja, erzähl mal, wie sieht's aus? Du hast mir vorab nämlich auch noch gesagt, dass du auch Animationen machst. Und diese Animationen kann man sich teilweise online eben auch anschauen. Du hast da entsprechend auch eine Internetseite für und so. Erzähl mal, was machst du denn da? Ich habe jetzt so kurz bevor, also wie ich mein Studium beendet habe, stand ich mehr oder weniger vor der Entscheidung zu sagen, okay, ich könnte eigentlich mit Requiem Beinhard diplomieren. Das wär einfach eine gemade Wiesen gewesen, wenn man so schön auf Wienerisch sagt. Mhm. Und ich hätte keine Arbeit mehr machen müssen. Das wäre einfach ein gratis Diplom quasi gewesen. Aber ich habe mir gedacht, okay, Comic ist sowieso was ich mein Leben lang machen werden will. Und jetzt habe ich noch mit dem Diplom die letzte Chance, etwas zu machen, was ein bisschen ein Risiko ist, wo ich noch was Neues lernen könnte, ein bisschen auch ein Medium mir anschaue, was ich schon immer faszinierend fand, aber noch nie wirklich die Zeit investieren konnte, sinnvoll etwas ein interessantes Projekt zu machen und habe mich dann einfach recht kurzerhand entschieden zu sagen, okay, weißt du was, Requiem ist einfach quasi mein Ding, das muss jetzt nichts mit der Uni zu tun haben, bis dass sie gefördert wurde, das war natürlich schon super, aber dass einfach dass ich einen Fuß reinsetzen kann in ein Medium, das mir unbekannt war und habe dann eben so eine Animation über zwei Tischtennisspielerinnen gemacht, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat und 4:20 oder so lang ist, also ich habe mir wieder den Urhaxen ausgerissen. Das habe ich jetzt sogar online gestellt, mal schauen. Kann man sich auf deiner Seite anschauen, auf studiostoneage.com. Wie immer gibt es alle relevanten Links in den Shownotes, also das kann man auf jeden Fall finden und so. Und das war richtig, also mehr so einfach, weil du da Bock drauf hattest. Hast du mal versucht, guckst du mal, was passiert und dann geht's später weiter. Genau. Ich wollte unbedingt einfach mal einen Fuß reinsetzen in das Medium und das einfach können. Ich fand das, ich weiß nicht, Animation ist einfach was Unglaubliches und das wollte ich einfach mal lernen. Wie sieht es denn generell aus mit digitalen Comics? Jetzt gar nicht mal so die Frage, ob du das selbst liest, sondern vor allem auch du als Künstler. Wie findest denn du das, dass man ja auch deine Comics vielleicht sogar irgendwann irgendwo mal digital lesen kann? Findest du das gut oder schlecht? Ist es dir lieber, wenn man über die Seiten blättert, also quasi das Buch in der Hand hat? Was sind da so deine Meinung zu? Ich finde beides super großartig. Also ich fand, wie ich zum Beispiel mein Auslandssemester hatte in Frankreich, da weiß ich nicht, wie ich durch den Tag gekommen wäre, ohne halt meine Webcomics. Also
Das, beides hat halt seine Vor- und Nachteile. Klar, haptisch ist halt ein Buch, ja, einfach mal die Nase reinzustecken in ein frisches Buch und diesen Duft zu haben und dieser Tinte ist einfach etwas, das ist einfach unbezahlbar für mich. Aber klar kann ich mir nicht jeden Comic kaufen als quasi feste Kopie, weil das würde Sachen wie Umzüge zu einer unerträglichen Tortur machen, was halt schade ist, weil Bücher sollten kein Ballast sein, meiner Meinung nach. Mhm. Ich finde, beides hat seinen Platz und ich glaube, man muss halt schauen, mit was für einem Projekt man am besten in den Druck geht. Ich finde zum Beispiel, Requiem ist etwas, das ich schon als Buch wollte, weil es einfach die Geschichte braucht so ein bisschen. Auch jetzt von in der Story her, dass es halt auch so ein bisschen drum geht, quasi um Bücher. Und da fand ich schon wichtig, dass es halt ein Buch am Ende wird. Aber ich finde, ja, ich find, beides hat seinen Platz und zu Recht. Ah, interessant. Natürlich, also man erzeugt so ein Werk ja auch mit der Absicht, dass es dann in genau der Art und Weise, wie man es sich vorgestellt hat, bei den Lesenden ankommt. Und natürlich ist das so eine Darstellung auf was Digitalem. Natürlich was anderes als letztlich dann so dieses Buch in der Hand. Bist du denn auch da ein bisschen involviert gewesen, was das Layout der Comics dann angeht bei Zwerchfell? Hast du dann da auch Einfluss gehabt? Keine Ahnung, auf die Zentimeter, auf die Größe, auf das Papier und so. Hattest du da Auswahl? Wir hatten da so ein bisschen Gespräche, wie groß das Format dann wird tatsächlich. Ich war da recht flexibel. Ich habe das Gefühl gehabt, okay, unter A4 wäre ein bisschen komisch. Da würden auch so die großen Bilder auch so vielleicht, ja, die verdienen schon ein bisschen im größeren Format zu sein. Natürlich haben wir uns da halt abgesprochen. Ich habe auch diesmal viel Platz eingeplant vom Seitenrand zu den Panels. Das war in Lila ja nicht so. Da ist eigentlich alles recht knapp. Also da ist eigentlich jede Seite voll mit Bildern und ein sehr wenig Weißraum. Aber Requiem, da habe ich das ein bisschen schon bewusster angegangen. Ich habe dann das Layout dann eigentlich hauptsächlich dem Stefan Dinter überlassen, der da eh der Urkönig ist. Also da bin ich auch ein bisschen froh, dass er mir da auch viel aus der Hand genommen hat. Bei Luftschacht, also wie ich mit dem Jürgen zusammengearbeitet habe, da habe ich sogar wirklich die ganze Datei zusammengestellt. Da habe ich mich hingesetzt und das wirklich in InDesign zusammengebaut und quasi ihm das Druck-PDF dann im Endeffekt sogar wirklich geschickt. Also da war das ein bisschen anders und war auch interessant zu sehen, wie es quasi Zwerchfell macht im Gegensatz dazu. Okay, das aber jetzt zum Beispiel Papierdicke oder ich will aber eher so ein schwärzeres Schwarz oder so, das waren Sachen, auf die hat es jetzt nicht so einen Einfluss. Na, also ich hab da wirklich den beiden total vertraut. Es ist halt dadurch, dass ich halt jetzt nicht wirklich da sein kann, ist es auch schwierig für mich zu sagen, ja, ich hätte gern dieses und jenes Papier, weil ich kann das nur wirklich konkret beurteilen, wenn ich wirklich da bin und es angreife. Was anders war halt ein bisschen bei Luftschacht, weil da konnten wir wirklich uns treffen und drüber reden, aber bei Zwerchfelder war von Anfang an für mich klar, okay, ich gehe da mit einem Vertrauen rein, dass die das Buch gut behandeln und ich wusste ja, dass sie es hinbekommen. Also davon habe ich, also im Endeffekt hat es mir nur Arbeit abgenommen. Jetzt ja, klar. Da hast du letztlich schon auch einen der letzten Punkte für unser Gespräch heute angeschnitten, nämlich die Frage der Cons, dieses persönlich Dasein, vor Ort sein und so. Ich hatte zu Beginn gemeint, dass ich dich kennenlernen durfte beim Comic-Salon in Erlangen. Wir haben jetzt nicht so viele Worte gewechselt, aber ich bin mir sicher, dass beim nächsten persönlichen Treffen das ein paar mehr werden. Erzähl mal, bist du jemand, der sonst viel auf so Cons ist, vielleicht auch so privat? Vermisst du es? Hast du wieder Bock oder machst du gern auch irgendwie deine Dinge von zu Hause aus, ohne auf Menschen treffen zu müssen, die komisch riechen und von dir Comics kaufen wollen? Erzähl mal, was ist da so deine Meinung zu dieser Con-Situation, zur Ausfall-Vielleicht-Situation durch Corona? Okay, also erst einmal hat es mich urgefreut, dass du dich daran erinnern konntest, dass wir schon mal gequatscht haben. Ich war damals sehr begeistert von dir und deinem Batman-Anzug, muss ich auch nochmal sagen. ja, die Cons, ich brauche das schon immer wieder, dass ich diese Con-Luft schnuppe, irgendwie das einfach zu sehen, was die Leute alles rausbringen, dass irgendwie jeder einfach so einfach seine Träume mehr oder weniger wahr werden lässt. Das ist halt so, das feuert einen schon stark an. Und damals, wie ich halt in Erlangen war und wo wir auch kurz gequatscht haben, da habe ich auch hauptsächlich einfach, bin ich wirklich hingefahren, um eben so ein bisschen mich quasi also aufzupowern eben fürs nächste Projekt irgendwie. Um einfach zu sehen, ah, okay, die Welt dreht sich weiter, niemand wartet auf dich, du musst jetzt Vollgas geben, sonst bleibst du. Also es ist halt leider so, also du kannst noch, Projekte fühlen sich so manchmal auch so an, als würden sie so ein bisschen verpuffen, einfach in dieser Flut an Dingen, die einfach rauskommen. Und das ist ja nichts Schlechtes. Das bedeutet einfach, dass man Teil von etwas Größerem ist. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, als diese Cons zu besuchen, weil die vermitteln einem das. Und
auch wenn ich ungern an den Ständen sitze, muss sagen, ich bin ein schlechter Verkäufer. Okay. Also da habe ich das immer quasi meiner Kollegin, der Vicky, überlassen, die war da viel versierter. Aber ich weiß nicht, ich bin da zu gestresst dafür leider. Ja, ist ja auch eine schöne Option, einfach um zu netzwerken. Es geht ja nicht nur ums Verkaufen, so im klassischen Sinne, weil letztlich, manche Menschen treffen sich auch nur auf diesen Cons ein oder zwei oder dreimal im Jahr. Mhm. Einfach um Kontakte zu haben oder eben abends auch, und das kann ich spätestens seit München sagen, abends bei einem Bier oder 10 zu versauern. Das ist einfach auch eine Option. Also ich würde sagen, gibt auch diesen Netzwerkansatz bei so Cons, ne? Ja, absolut. Stimmt, den habe ich jetzt ausgelassen. Also ich meine, das Netzwerken, das hat schon ziemlich Spaß gemacht, vor allem, weil ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit oder für mich jetzt irgendwie, es macht einfach Spaß, mit fremden Leuten einfach so sich einen hinter die Binde zu gießen und einfach über Dinge zu plaudern. Und ich muss sagen, dieser Part hat mir schon immer am meisten Spaß gemacht, sich einfach so reinzuwerfen in einfach, einfach so neue Bekanntschaften. Mhm. Und gerade, wo du gesagt hattest, ich will dich weiter darauf eingehen, verlassen, aber vielleicht will man dich ja mal ein bisschen genauer kennenlernen, denn wir hatten den Eindruck heute, als wärst du ein sehr sympathischer Mensch, den man genauer kennenlernen möchte. Da vielleicht nochmal der Hinweis da draußen, nehmt ruhig mal Kontakt zum Albert auf. Dann möchte ich jetzt gerne hier zum Schluss noch zum letzten Block kommen. Er ist nicht so groß, aber du hattest gemeint, zum einen, du zockst und hast viel gezockt, du hast aber auch eine Menge gelesen, und ich habe es mehrfach versucht einzustreuen, aber es hat nicht geklappt, vorstellen, dass du musikalisch auch eher so auf die düsteren Sachen stehst. Hast du vielleicht für uns noch ein paar Tipps, ein paar popkulturelle Tipps zu Sachen, die man gezockt haben muss, gelesen haben muss, vielleicht gehört haben muss? Gibt es da irgendwas? Was liegt gerade auf deinem Nachttisch? Was liest du, wenn du mal was liest? Was schaust du, wenn du mal was schaust? Gibt es da irgendwas? Oh, okay. also erstmal, ich wäre unheimlich gern Musiker, weil ich liebe Musik, aber irgendwie schaffe ich es nie, mich zu motivieren. Ich habe versucht, Instrumente zu lernen, aber es ist kläglich gescheitert jedes Mal. Ja. Deswegen habe ich habe einen riesen Respekt vor Musikern, aber ich bringe es einfach nicht. Das ist Katastrophe. musiktechnisch bin ich gerade, also muss ich sagen, zu meiner Schande, warte mal, was ich wirklich empfehlen würde, ist Ping Pong the Animation. Das war eine Serie, die hat mich weggeblasen. Das war auch der Hauptgrund, wieso ich eine Ping-Pong-Animation machen wollte fürs Diplom. Das sind, glaube ich, 12 Folgen, eine Staffel, that's it. Und das ist einfach so eine unglaublich coole Animationsserie mit einem Soundtrack, der Wahnsinn ist, wesentlich prägnanten Bildern, super Charakteren. Es ist so, wenn ich zu Sport, also Animes haben mich nie so wirklich so begeistert, aber diese Serie, die haben wir uns zu dritt in einem Durchgang angeschaut, und dann um 6 Uhr in der Früh sind wir zum nächsten Tischtennistisch gelaufen und haben einfach Tischtennis gespielt wie die Wahnsinnigen, weil wir so motiviert waren. Also Ping Pong Animation, das ist ein geiles Ding. Also, geil. Gibt es das irgendwo auf Netflix oder wo? Leider nicht. Das ist, ich glaube aber Crunchyroll. Ah ja. Sieht das einfach an. Also da kann man sich einfach gratis geben. Cool. Wie sieht's aus? Zockst du gerade irgendwas? Oder kannst du da was empfehlen? Ja, ich habe... wir haben gerade ein Spiel angefangen namens Neo Scavenger. Mhm. Das ist so ein sehr weirdes, obskures Spiel von einem Indie-Developer, wo es darum geht, dass du ein Hobo bist in Neu-England. Also es ist quasi, man spielt halt so in dem Umfeld von London irgendwie. Und es ist halt, du rennst halt rum und hebst halt so und freust dich über Plastiksäckchen, die du aufhebst. Es ist so ein bisschen so eine Sim-mäßig. Also du gehst halt irgendwie rum und quasi so Kämpfe werden mehr oder weniger rollenspielmäßig ausgewürfelt irgendwie. Du hast halt sowas wie Werte und Skills. Aber du bist halt einfach irgend so ein Penner, der... Wir haben letztens einfach Crocs gefunden in dem Spiel und haben uns gefreut. Also es ist einfach so eine sehr weirde, aber neue RPG-Erfahrung. Und ein deutsches Spiel, also von zwei, da bin ich schon ziemlich gehypt, weil da wurde jetzt der zweite Teil announced. Das heißt Synthetic. Das war ursprünglich ein Bolt Action Rifle Simulator von zwei deutschen Studenten, und die haben daraus einen full-fledged, quasi so einen Roguelike-Shooter gemacht, so einen kooperativen, taktischen, der unglaublich lustig ist. Also es hat so ein bisschen was Enter the Gungeon-mäßiges, aber ein bisschen dichter und ein bisschen präziser. Also unglaublich lustiges und spannendes Spiel, und bin schon sehr gespannt auf den zweiten Teil, weil da gibt es dann wirklich so full Four-Player-Koop noch dazu, zu dem jetzt schon sehr guten Zwei-Player-Koop. Also
Synthetic ist ein Bombenspiel mit noch geilerem Soundtrack. Wow, ich bin allein von der Wortwahl der letzten 3 Minuten extrem angetan. Dankeschön. Für alle da draußen, denen das was sagt, viel Spaß bei diesem Geheimtipp. Und wie sieht es aus, Lesetipps? Gibt es da noch was? Lesetipps? Ich habe gerade mit meiner Freundin Mob Psycho fertig gelesen, Mob Psycho 100. Und ich bin, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke, ich habe dieser Zeichner, ich meine, die meisten Anime-Zeichner oder Manga-Zeichner, die haben ungefähr einen ähnlichen Stil, ja. Oder man hat da schon das Gefühl, ah, okay, das ist halt so, ja, es ist halt alles so sehr ähnlich irgendwie, aus guten Gründen auch. Aber dieser Typ, da möchte ich zu dem zurückkommen, was ich vorher gesagt habe. Geiler Text, da können die Zeichnungen teilweise wirklich hässlich sein, mhm. aber der Text ist so gut und die Charaktere und die Geschichte sind so packend, dass es mich nicht stört mehr. Es ist einfach, eigentlich umso mehr, ich bin einfach nur umso mehr beeindruckt, was dieser Typ, ich glaube One ist sein Künstlername, was der Typ geschaffen hat mit einfach so einem weirden, leicht begrenzten Zeichenkönnen. Weißt du, der Typ, der braucht nicht kompensieren, der kann einfach Geschichten erzählen und wie er es macht, ist einfach unfassbar gut. Also Mob Psycho 100, die meisten kennen es vielleicht eh schon, die so ein bisschen in die Manga-Szene droppen, aber einfach so, einfach wirklich so Hut ab. Ja, faszinierend, so jeder seine, sag ich mal, Fähigkeiten und Talente, und das ist interessant, ne? Also dein Talent liegt auch offen, also du hast viele Talente offensichtlich, und ein großes von dir ist das Zeichnen. Wer sich also bei dir melden möchte, um dich vielleicht auch als Autorin zu unterstützen, darf das gern tun, und du hast gerade sehr gekonnt auch deine Liebste eingeworfen, das heißt also, diese Anbagger-Geschichte, die ich vorhin erwähnt habe, die lohnt sich vielleicht nicht. Gut, da haben wir das auch geklärt. Albert, schön war's. Danke. Ich bedanke mich vielmals dafür, dass du heute Zeit gehabt hast, mit mir so ein bisschen über dich, deine Arbeit und andere Dinge zu quatschen. Ja, also ich muss mich herzlich bedanken. Also das war eine große Ehre, da dabei zu sein, und immer wieder gern. Super, dann vielen Dank, und ihr bleibt jetzt dran und hört beim nächsten Gespräch weiter. Auch da habe ich wieder einen echten Künstler am Start. Dank dir, bis zum nächsten Mal. Ciao, Albert. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der aktuellen Ausgabe des Telestammtisch. Und das ist eine Ausgabe, in der wir offensichtlich zwei Herren am Start hatten oder haben und mit denen über sich, deren Arbeit, deren Comics und viele lustige weitere Dinge sprechen wollen. Jetzt habe ich jemanden am Start, der ist vermutlich so, also der ist auf definitiv ein echter Künstler und auch kulturell mittendrin statt nur dabei. Jemand, der 1974, habe ich gelernt, in Braunschweig geboren ist und auch freie Kunst in Berlin studiert hat und auch Illustration in Barcelona, und er war auch schon mal in Mexiko und hat da sogar einen Comic drüber gemacht. Ganz aktuell erscheint wieder was von ihm. Da geht es auch um Kultur, genau wie in diesem anderen Comic, wo es auch um Kultur geht. Also ich glaube, es wird sehr kulturell. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hi Andi, ich bin der Felix. Hallo, danke für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns ein bisschen über dich und so zu sprechen und vor allem über deine unzähligen Werke. Da gibt es eine ganze Menge, und nicht alles davon kann man bei Avant kaufen, aber schon eine Menge. Aktuell erscheint nämlich von dir Alles bleibt anders beim Avant Verlag, nachdem da bereits andere Sachen erschienen sind. Darauf werden wir auf jeden Fall gleich zu sprechen kommen, aber vielleicht erstmal so ein bisschen zu dir. Erzähl doch mal, wir gehen erstmal ein bisschen vielleicht ganz grob zumindest mal durch deine Biografie. Scheinbar bist du aus Braunschweig und nun in Berlin gelandet. Wie konnte das denn passieren? Na, so weit ist der Weg ja nicht. Ja. Studium, Kunststudium an der damaligen HDK beworben, angenommen worden. Im Laufe des Studiums wurde das die UDK. Und das Lustige ist, dass ich das zum Anlass genommen habe, damals erstmal aufzuhören mit dem Zeichnen. Dann wollte ich Avantgarde machen und erst dann gegen Ende des Studiums wieder durch die Hintertür mehr und mehr eigene Geschichten illustriert habe. Auch mit dem Erasmus eben in Barcelona und daraus aus Liebesgründen erwachsen ein Illustrationsstudium an der Escola Massana. Und was heißt Avantgarde? Was waren dann doch irgendwie deine Wünsche? Was wolltest du machen? Du, ich bin bei Katharina Sieverding in der Klasse gelandet. Fotografin, Medienkünstlerin, war immer sehr politisch aufgestellt. Und die Frauen in der Klasse, die waren immer super straight und wussten, wohin sie wollen. Und die Typen haben so rumgeeiert und wussten eben noch nicht, was sie wollten. Und ich wollte unbedingt Kunst machen. Und habe mich dann immer sehr umgeschaut, wie ich mich denn positioniere.
und habe weniger darauf geachtet, was aus mir heraus so herauskommt, was ich eigentlich selber machen will, was mir wirklich Lust macht, viel zu lange. Waren auch coole Sachen dabei, ich will es nicht missen. Aber dann eben gegen Ende des Studiums habe ich dann doch ja entschlossen, mir wieder den Zeichenstift in die Hand zu nehmen, weil ja die Geschichten nur so raussprudelten. Und wie du ja vorhin in der Anmoderation auch schon bemerkt hattest, gibt es deutlich mehr als nur die veröffentlichten Sachen. Wäre schön, die mal irgendwie an den Start zu bringen, aber irgendwie neige ich dann dazu, lieber was Neues zu machen, als die ganze Zeit mich selber zu managen und das weiter zu versuchen. Ich habe, um das mal anzuteasern, gestern noch ganz kurzfristig mit die Community gefragt, ob sie nicht Fragen an dich hätten. Und exakt eine ist rausgekommen vom lieben Leger Legende, heißt der gute Mann, ist hier bei uns im Podcast bekannt. Das will ich schon mal anteasen und der geht nämlich tatsächlich auf eines seiner anderen Werke ein, das er auch schon kannte, die also nicht aktuell als Graphic Novel beim Avant Verlag zu bekommen sind. Das also schon mal als Teaser für das Ende unseres Gesprächs. Es wird spannend, das merkst du schon. Ja, geil. So, und dann hast du aber scheinbar irgendwie diese Stories gehabt, die wollten aus dir raus. Du hast vom Zeichenstift gesprochen und so. Bist du denn, was auch gerade Comics, der Begriff Graphic Novel war damals vermutlich noch nicht so aktuell, bist du denn so, was Comics angeht, auch so sozialisiert gewesen? War das immer schon so dein Ding oder war das letztlich Mittel zum Zweck, um deine Geschichten zu erzählen? Total nicht. Das war ein absoluter Zufallseinstieg. Und da muss ich sagen, rückblickend war das auch echt cool, weil ich an dem Medium sowieso immer geschätzt habe, dass das so breit ist. Vor allen Dingen auch in Deutschland. Es gibt ja andere Länder, wo ich jetzt sagen würde, da ist Mainstream halt wirklich Mainstream und gibt komplett den Ton an. Und das gibt es hier auch. Aber es gibt auch so viel Indie-Comic und so viel ganz freie Sachen. Und von da würde ich sagen, oder von der Kunst, komme ich eben auch. Und das... Also das Erstlingsprojekt in Mexiko, was du auch schon mal so ganz leicht angeschnitten hast, Staub der Ahn, das ist über viele Jahre entstanden und war ursprünglich auch gar nicht als Comic oder Graphic Novel angedacht. Da wollte ich so nach Vorbild der mexikanischen Muralisten ganz erzählerische Zeichnungen vom Tag der Toten in Mexiko und vom Totenkult zeichnen. Bei den Murales ist es so, dass die ja so erzählerisch sind, weil die Analphabetenquote in Mexiko sehr hoch war vor allen Dingen, aber auch noch ist. Und Diego Rivera und Konsorten haben das wirklich als Vermittlungs- und sogar auch Bildungsmedium, muss man dann sagen, genutzt. Und das hat mich total fasziniert, dann stundenlang halt vor solchen Bildern zu stehen, ob ich die jetzt schön fand oder nicht, und mir die Geschichten auszudenken dahinter. Und im Laufe der Arbeit gab es dann immer mehr sequenzielle Parts, wo ich dann eben das in Anführungsstrichen animiert habe, was ich da gezeichnet habe. Also so eine Szene dann plötzlich in Motion war. Und ja, als ich dann schließlich aus Mexiko zurückkehrte und nach 5 Jahren wieder in Berlin gelandet bin, also Barcelona, dann in Mexiko und dann wieder Berlin, da habe ich mich dann mal drum bemüht, das irgendwie an den Start zu bringen und habe dann Johann Ulrich von Avant Verlag kontaktiert, habe ihm das gezeigt und er hat mich total supportet, dass ich eine Vorversion von dem Buch im Selbstverlag herausgebracht habe. Ich habe dann eben auch so Produktionskosten über Vorbestellungen abgedeckt und dann hat er mich auch mit nach Erlangen genommen und ich konnte dann mein Erstlingswerk, mein Debüt da mit am Avantstand vertreiben und das hat erstaunlich gut geklappt und da hat er mich Thierry Grönstein von Acte Süd vorgestellt und dann haben die beiden gesagt, pass auf, wenn du das jetzt, dieses Buch jetzt narrativ noch ausarbeitest und da nochmal 50-100% draufpackst an Umfang und Erzählung, dann produzieren wir das in Deutschland und Frankreich zusammen und kriegst einen Vertrag. Und da habe ich natürlich sofort gejubelt, ja gesagt und mich an die Arbeit gemacht.
Es ist auch total schön. Ich habe alle drei Werke in der Hand gehabt. Ich habe die beiden aktuellsten gelesen und durch Staub der Ahnen habe ich immerhin durchgescrollt. Ich habe es digital gekriegt vom Pressemenschen, dem Zuständigen. An der Stelle schon mal vielen Dank und ist halt wirklich echt hübsch. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist auch wirklich sehr bildlastig. Tatsächlich relativ wenig Text, würde ich mal sagen. Ist das auch inspiriert durch diese Art der Comic-Präsentation in Mexiko? Bestimmt. Es ist vor allen Dingen ja so ein Off-Text. Also es gibt ja so einen Off-Erzähler und diesen Kunstgriff, den habe ich eingeführt, um eben das überhaupt so Graphic Novel zu machen. Und ja, ursprünglich war das ja gar nicht so vorgesehen. Hm. Hat aber funktioniert. Und wenn du dir das genauer anguckst, dann siehst du aber auch, dass man damit unter ganz schön suchen musste, weil ich ja sowieso immer zu mega viel Details und Gefrickel neige, dass da noch Platz für Sprechblasen gewesen ist. Wo packt man das denn hin? Stimmt, ne? Wenn es ursprünglich nicht zum Konzept gehört hat. Ja, spannend. Also bei einigen Seiten nur, ne? Natürlich. Vielleicht doch nochmal kurz zu Mexiko, einfach weil es mich jetzt so mega interessiert und die Frage muss mir noch erlaubt sein. Ich bin immer daran interessiert zu wissen, wie es generell aussieht mit Comic-Kultur und Comic-Szene in anderen Ländern, weil wir da natürlich als deutschsprachiger Audio-Podcast auch nur marginal Kontakt haben. Wie war denn da so dein Eindruck? Ist denn Comics in Mexiko immer noch ein Ding? Oder, weil du jetzt gemeint hattest, es ist gerade früher für Leute, die halt eben ja nicht lesen konnten, also Analphabeten, eine Möglichkeit gewesen, Geschichten erzählt zu bekommen und an Dinge herangeführt zu werden. Ist das vor allem das oder ist es nur ein Teilaspekt der mexikanischen Comic-Szene? Hast du da Einblicke bekommen? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin nach Mexiko gegangen mit einem DAAD-Stipendium. Und war dann als Postgraduierter da an der ENAP, an der Academia de San Carlos, also eher über den Kunstkontext auch drin und habe da gar keine Begegnung leider mit Comic-Künstlern gehabt. Und das Einzige, was ich dann öfter gesehen habe und zum Teil mir auch angeeignet habe, weil ich es cool fand, waren die mega trashigen, sehr machista und sehr gewaltverherrlichenden Comics und mit viel natürlich nackter Haut versehenden Trash-Comics auf der Straße. Die kenne ich jetzt auch, ich weiß immer nicht, ich kann es aber so schwer einordnen, wie groß der Prozentsatz von dieser Art Comics ist, so im Gesamtdings, aber ist vielleicht jetzt auch der falsche Ort, um das im Detail zu erläutern. Okay, dann hatten wir kurze Abstecher nach Mexiko und die Comic-Kultur in Mexiko. Ja, und dann bist du irgendwann wieder in Deutschland gewesen und dann ging es scheinbar auch weiter mit dir und deinen Werken beim Avant Verlag. Denn Kultur spielt in den beiden letzten Graphic Novels von dir mit den Namen Im Auge des Betrachters und Alles bleibt anders ja auch eine wesentliche Rolle. Und beide Werke sind ja, wenn man so will, Zusammenarbeiten gewesen. Vielleicht lass doch mal ganz kurz auf im Auge des Betrachters kommen, habe ich komplett gelesen und bin sehr angetan. Erzähl doch mal ganz kurz, wie kam es denn zu Auge des Betrachters? Was ist das eigentlich? Wer guckt da auf? Wer betrachtet da was? Ach so, ja, vielleicht der Betrachter des Comics. Die Werke durch das Medium, aber natürlich auch alle Museumsbesucher. Das war ein Testballon der staatlichen Museen in Berlin. Das sind ja einige. Und dass dann die Wahl auf die Alte Nationalgalerie fiel, lag unter anderem daran, dass es viele Baustellen gab. Ne, Pergamon-Museum war eine Riesenbaustelle zu dem Zeitpunkt noch, beispielsweise. Und da war einmal die Berliner Stadtgeschichte so super repräsentiert, weil es hauptsächlich um Malerei, zum Teil auch Skulptur des 19. Jahrhunderts ging und damit halt irgendwie im Hintergrund immer ganz stark die Preußenzeit thematisiert wurde. Und wir haben uns dann einfach damals mit den damaligen Auftraggebern darauf geeinigt, dass wir eben dieses Museum als Testballon jetzt erstmal eine Graphic Novel über eines der staatlichen Museen in Berlin zu machen. Ja, ein bisschen fuzzy jetzt gerade gewesen. Das kommt nachher auch noch. Ich bin noch ein bisschen verkatert. Ja, aber Testballon klingt ja so, als wäre es was, wo man auch mehrere Sachen draus machen könnte. Man könnte also quasi eine Fortsetzungsgeschichte mit denselben Protagonistinnen machen, einfach in einem anderen Museum, ne? Wäre grundsätzlich möglich. Durchaus auch. Aber ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, die wollten das halt unbedingt machen, haben es auch gemacht. Ich weiß nicht, wie gut die jetzt
die von Ihnen angekauften Exemplare bei den staatlichen Museen verkaufen oder in den Museumsshops und wo Sie sie noch anbieten. Mhm. Bei Avant ging es halt auch dank der tollen Pressearbeit sehr gut und gibt nicht mehr so viele Exemplare. Ich hoffe, es gibt dann irgendwann mal eine zweite Auflage. Ja, und ein Nachfolgeprojekt finde ich super. Vielleicht würde ich das sogar selber anstoßen. Da kann ich dich erstmal anteasern. Habe ich auch schon eine Idee im Hinterkopf, wo ich jetzt schon sehr lange dran arbeite und was sich jetzt immer mehr rauskristallisiert. Und da fänd ich schon toll, wenn man da eben auch eine Art Finanzierung für so ein aufwendiges Projekt hatte. Ich kann jetzt nicht noch mal 2 Jahre daran arbeiten, ja, ohne sonst irgendwelche Kohlen reinzukriegen. Klar. Aber das ist mein Herzblutprojekt, was jetzt als nächstes kommt. Sind wir ganz schön abgeschwiffen. Das ging eigentlich. Ist schon gut. Also, weil wir halt jetzt auf das Sequel quasi zu sprechen kommen. Und ist gut. Wir haben auch ein bisschen Verwurzelung und Kontakte zu einem großen deutschen Panzermuseum. Also, falls da deinerseits Interesse besteht, sagst du einfach Bescheid. Ach, lieber noch weiter zurück in der Geschichte. Okay. Sehr gut. Vor den Feuerwaffen. Ich möchte jetzt hier einfach mal eine Kurzreview raushauen, einfach unbesprochen, und das macht man auch nicht, und das ist auch total unprofessionell, während eines solchen Gesprächs einfach ein Werk zu kritisieren. Aber ich muss sagen, ich bin mit einer gewissen Skepsis an im Auge des Betrachters gegangen, wo ich mir dachte, hier für Kunstunterricht und jetzt werden mir hier Dinge gezeigt und ja, man versucht es halt mit dem Medium Comic irgendwie schmackhaft zu machen. Aber ganz ehrlich, das ist halt auch geglückt. Ich habe das Ding dann gelesen und ich habe so viel interessante und spannende Sachen in diesem Comic gelesen, dass ich das echt gut fand. Also ich habe mir eine Handvoll Dinge sogar gemerkt, die in dem Comic vorkamen, so an Fakten und so. Keine Ahnung, Bauzeit vom Kölner Dom und so und auch diverse Namen, die ich irgendwie ganz dunkel nur in Erinnerung aus der Schulzeit hatte. Und diese anfängliche Skepsis ist da tatsächlich mit diesem Mehrwert, Comic vermittelt mir Geschichte, deutsche Geschichte vor allem. Das hat einfach funktioniert. Dankeschön. Oh ja, vielen Dank. Das freut mich total zu hören. Da es eine Auftragsarbeit gewesen ist, wie eben auch das neue Werk, war das durchaus ein heftiger Spagat und ich hatte da zum Teil natürlich auch ein ganz schönes Korsett. Auf der anderen Seite haben die mir bei beiden Werken auch ganz schön viel Freiheiten gelassen und ich glaube, das war auch total wichtig, dass das dann eben nicht so extrem weich gespült und austauschbar ist, sondern auch ein bisschen eckig und kantig sein kann. Das war mir auch total wichtig. Und dann halt eine gute Mischung zu finden aus so Vermittlung von richtig viel Hintergrundinformationen. Sieht man ja auch in beiden Fällen, gibt es ja ohne Ende Anhangsmaterialien. Das ist immer eine ganz schöne Herausforderung, auch was die Recherche anbelangt. Und dann diese Fakten dann auch so einzuarbeiten, dass du vor dem historischen Hintergrund richtig Fiction machen kannst. Und dass das Erzählen mir dann auch selber immer noch Spaß macht. Denn ohne das würde es eben nicht glücken. Das würde man sicher den Sachen ansehen. Wenn das irgendwie nur brav so Geschichtsunterricht wäre, 0815. Hattest du denn bei dem im Auge des Betrachters irgendwie noch Hilfe von einem Autorin oder von einem Lektorat irgendwie, dass dir da so ein bisschen entgegenkam? Weil ich mir vorstellen kann, dass das alleine ja ein Mammutprojekt ist, das kriegt man eigentlich nicht gestemmt, oder? Doch, hatte ich. Aber eben nicht von Verlagsseite, sondern von Seite der staatlichen Museen. Die Auftraggeberin von der Generaldirektion, die hat unter anderem auch lektoriert. Und eben auch der Leiter der Nationalgalerie, Ralf Pleiß, und mehrere Mitarbeiterinnen. Und ich hatte da dann eben auch mit Katja Schöppe-Karstensen eine Kunsthistorikerin, die mich ganze 3-mal mehrere Stunden jeweils durchs Museum begleitet hat und mir dann zu der Auswahl der Werke, die wir da im Vorfeld getroffen hatten, unheimlich viel erzählt hat. Also ich hatte jetzt, was Storytelling anbelangt, wenn da daraufhin deine Frage ging, da hatte ich keine Hilfe. Das kommt von mir, die Skripte. Aber die wurden dann natürlich noch überarbeitet von den involvierten Personen. Und zum Glück so, dass ich dann nicht
quasi nicht mehr handlungsfähig war, weil alles weggestrichen wurde. Die haben schon viel genommen. Ich habe tatsächlich für 30 Kunstwerke in der Nationalgalerie Plots geschrieben und dann haben wir, glaube ich, 10, 12, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Werke es sind, 12 Stories daraus erzählt. Ne? In einem Rundgang durchs Museum. Und die haben die dann ausgewählt. Und zum Glück die, die ich auch selber am coolsten fand. Sehr gut, das waren auf jeden Fall auch sehr unterhaltsame Geschichten dabei, also so viel kann ich sagen. Ist auch in diesem, sage ich mal, Rahmen im Gespräch zwischen Großvater und den Kindern, den Enkelkindern viel eher, ja auch einfach mal was Neues, aber halt auch voller Informationen, ne? Dessen sollte man sich bewusst sein, ist vollgepackt mit Dingen, die man wissen möchte. Sehr gut, wir kommen auf jeden Fall gleich auch aufs Artwork zu sprechen, keine Sorge, es sind ja alles auf diesem großen Stichpunktzettel Dinge, die wir noch ansprechen wollen, aber ganz aktuell erscheint ja noch ein weiteres Werk von dir in Zusammenarbeit mit einer weiteren Institution, eben mit dem Titel Alles bleibt anders. Auch hier geht es wieder um deutsche Geschichte, aber diesmal wird weniger eine zusammenhängende Handlung erzählt, oder? Ja, das ist, glaube ich, nicht möglich, denn das Konzerthaus Berlin feiert ja dieses Jahr in wenigen Wochen das 200-jährige Jubiläum. Und da gibt es so viele verschiedene Anekdoten aus ganz unterschiedlichen Zeiten und auch Widmungen des Hauses, was ja den größten Teil seiner Geschichte Schauspielhaus gewesen ist, dass das schwerlich in eine Storyline zu packen ist. Und das, der Versuch wäre, glaube ich, dann tatsächlich gescheitert. Mhm. Als Museumsrundgang beim Auge des Betrachters war das durchaus mit einer Rahmenhandlung machbar und eigentlich auch, glaube ich, ein ganz gutes Format. In dem Fall ist es eher eine Collage geworden und auch gar nicht nur aus Comics, wie du ja auch schon festgestellt hast, sondern auch aus eben wieder sehr erzählerischen Illustrationen, wo dann ein kurzer erläuternder Text angestellt wurde oder eben auch diesen Stadtpanoramen vom Gendarmenmarkt zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Da gibt es ja dann auch 6 verschiedene. Also Eröffnung des Hauses, wo die ganzen Hohenzollern auf dem Platz erscheinen, 1821, dann Deutsche Revolution, als die Märzgefallenen da in 183 Särgen vom Deutschen Dom aufgebahrt wurden und am damaligen Schauspielhaus vorbeizogen. Dann zu Kriegszeiten, also Zweite Weltkrieg, Machtergreifung der Nazis und dann auch völlig zerstört. Dann nochmal nach Wiederaufbau, wenn dann die Honeckers da anrocken mit dem geladenen Publikum 1984 und dann eben nochmal eine aktuelle Version. Und letztendlich, ja, ich denke, man kann das Comic nennen, aber der Comic-Anteil daran ist ja eigentlich nur 50%, der reine Comic-Anteil im Buch, ne? Ja, genau. Ich würde auch fast so weit gehen, es als ein illustriertes Sachbuch zu bezeichnen. Man kann sich jetzt streiten, wo die Grenze natürlich im Detail ist, aber es ist schon auch viel Information in Textform auch da. Aha, Abby, Momentchen. Illustriertes Sachbuch hört sich super unsexy an und wenn das jetzt einer hört, dann kauft er das Buch nicht. Das ist doch... Allein aufgrund der Zeichnung ist es Grund genug, das zu kaufen, keine Sorge. Danke. Ja, nee, also so hat mir das aber auch total Spaß gemacht und die Comic-Stories sind ja auch ungleich aufwendiger, auch wenn jetzt diese eigentlich schon zum Teil wimmelbildartigen Doppelseiten extrem viel Arbeit gemacht haben, aber ne, wenn du immer Storyboards machst, dann die Seitenkomposition machst, ich arbeite da, das dauert bei mir schon wirklich seine Zeit und da ich jetzt auch nicht am Tablet zeichne und sondern richtig oldschool alles mit dem Bleistift mache, ist das auch eine lange Strecke. Ja, da gibt es so ein Video von dir, ich weiß gar nicht genau, wo ich das in der Recherche gesehen hatte, da verteilst du ganz viele Sachen auf einem riesengroßen Tisch und das ist wirklich sehr groß, sehr analog und sehr, sehr analog, also und alles eingescannt, deswegen hat es mich vorhin auch gewundert, als du meintest, dass du bei Staub der Ahnen quasi nochmal eine geupdatete Fassung machen musstest, da hast du doch quasi bei Null angefangen. Nee, da hatte ich eben diese, wie ich gesagt hatte, es gab so knapp 30 Seiten, von denen ich gar nicht im Vorfeld geplant hatte, dass das eben ein Comic wird. Oder ich wollte schon ein Buch draus machen, aber
das Label dafür hatte ich jetzt noch gar nicht vorgesehen. Und trotzdem wurden die dann später mit eingebunden in den Nachfolger. Also da hieß es auch noch Polvo-Tag der Toten. Und bei Staub und Staub der Ahnen hatte dann einen dreifachen Umfang fast. Nee, sogar exakt. Und da habe ich dann quasi auch ein bisschen die Lücken gefüllt, die erzählerischen Lücken. Weißt du? Na ja, klar, gut, wenn du sagst, nee, du hast halt quasi einzelne Szenen und versuchst daraus natürlich dann irgendwie so einen Rahmen drum zu spannen, einen roten Faden dem Ganzen zu geben und so. Und das wird das, was quasi dann im tatsächlichen finalen Produkt dann letztlich drin ist, im Vergleich zu dem, was es ursprünglich war. Genau. Also es gibt Seiten mit wenigen Panels, aber sehr opulenten, zum Teil vollseitigen Blättern, mehrere. Und die gab es halt schon vorher, bevor ich dann mit dem Material wirklich einen Comic draus gemacht habe. Wie sieht es denn eigentlich aus, gerade weil deinen aktuellen beiden Werken ja vor allem so die Geschichte und insbesondere auch deutsche Geschichte eine riesengroße, wenn nicht sogar ausschlaggebende Rolle spielt. Ist das schon immer so dein Ding gewesen? Warst du geschichtlich schon immer interessiert? Gerade meinetwegen im Geschichtsunterricht oder hast du privat dann auch mal entsprechende Romane und Sachbücher gelesen? Nee, also zu Schulzeiten überhaupt nicht. Aber da würde ich tatsächlich mal knallhart meinen damaligen Lehrerinnen und Lehrern die Schuld in die Schuhe schieben. Aber jetzt so im Alter oder im fortschreitenden Alter immer mehr. Mhm. Also wenn ich mich einem Thema widme, dann suche ich mir alles oder ganz viel, was ich da dazu finden kann. Und das finde ich auch eine tolle, sehr intensive Auseinandersetzung mit allem. Also ob ich da was bei freien Arbeiten mache oder eben bei Auftragsarbeit. Und dass es deutsche Geschichte war, Auge des Betrachters war eine Auftragsarbeit. Also das war jetzt nicht eben meine Initiative. Mhm. Also, aber ich habe das angenommen und das hat mir dann auch total Freude gemacht. Und Alles bleibt anders war sicherlich auch ein Folgeauftrag, weil es da so viele Parallelen gab. Ne? Also erstmal auch Preußen, Berliner Stadtgeschichte, Schinkel, Friedrich Wilhelm III. Und einige andere Figuren. Und das war dann ein leichter Einstieg. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich hätte keinen Bock jetzt dauerhaft immer wieder dafür jetzt gebucht zu werden. So okay. Damals auch nach dem Staub der Ahnen jahrelang nur Skelette gezeichnet habe. Da dachte ich manchmal so. Oh, war ja, war's das jetzt? Ja gut, ich meine, andere machen nicht wenig Geld damit, Schwarz-Weiß-Autobiografien als Graphic Novel rauszuhauen. Warum solltest du nicht eher die geschichtlichen Dinge bringen? Gibt's ja auch. Ja, du, dann ist natürlich immer so ein Ding. Also, ich sag mal so, dieses große Oberthema, und das ist natürlich jetzt ein Riesenthema, Kultur in Deutschland und deutsche Kultur, die finde ich ist ja, gerade aktuell wird das ja immer wieder so ein bisschen ja auch thematisiert, was ist eigentlich deutsche Kultur, was war deutsche Kultur, was sollte deutsche Kultur sein, haben wir in Deutschland überhaupt eine richtige Kultur und da gibt es auch aktuell sicherlich Dinge, die man besprechen kann, gerade wenn man sich die Gesellschaft als großes Ganzes anguckt, ich denke, das ist vielleicht nicht unbedingt der Ort jetzt hier, um das allumfassend zu besprechen, so ein Podcast dieser Art. Aber mich würde schon mal so interessieren, was du so für einen Eindruck hast. Ja, Kultur in Deutschland, welchen Stellenwert hat die eigentlich? Sind wir jetzt gerade auch in Zeiten der Pandemie, wo viele ja sich auch ein bisschen eskapistisch unterwegs sind, viel zeitweise da auch Zeit hatten, sich um kulturelle Dinge zu kümmern, meinetwegen sei es ganz klassisch Popkultur wie Film und Fernsehen, meinetwegen auch Musik. Sind es doch aber jetzt zum Beispiel auch gerade die, sag ich mal, klassische Kultur, also sowas wie Theater und die sind zu, Live-Veranstaltungen, Konzerte sind zu. Was ist so dein Eindruck? Wie sieht es gerade aus? Das ist wirklich eine heftige Frage. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich sie stelle. Wie steht es eigentlich aus, gerade aus mit der deutschen Kultur, also insbesondere auch mit den Dingen, die vielleicht jetzt hier auch in deinen Graphic Novels verarbeitet worden sind? Ja, ist eine Frechheit, die Frage. Weise ich jetzt auch zurück. Ja. Ja, ich habe irgendwie, oder sagen wir mal so, ich habe jetzt nicht so richtig Bock auf das Deutsche vor dem Kultur einzugehen. Mhm. Also eine Sache, die jetzt in den letzten Wochen passiert ist. Es gibt eine kleine Ausstellung oder auch eine größere Ausstellung Comics Connection im Museum Europäischer Kulturen, mhm, wo jetzt die dann auch über ein Jahr länger gelaufen ist wegen Corona und mhm, immer wieder wo dann immer wieder noch mal ein paar Monate drauf gesetzt wurden.
Und da sind bis Ende Mai, jetzt ist es leider gerade geschlossen, das Museum, auch ein paar Prints eben von diesem Gendarmenmarkt-Panoramen aus Alles bleibt anders ausgestellt. Ja. Und darum war ich immer mit der Kuratorin der Ausstellung, sehr Beate Wild, sehr im Austausch. Und die meinte, als die das MEC, das Museum Europäischer Kulturen, öffnen konnten, mit Voranmeldung, da wurden denen so die Türen eingerannt. Die hatten Besucherzahlen, die eben noch zu handeln waren, wie sie oftmals eben nicht hatten. Mhm. Als alles noch schön heile war. Mhm. Und insofern gibt es einen Kulturhunger. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob deine Frage darauf hin abgezielt hat. Und es gibt auch ein tolles kulturelles Angebot. Aber wie sehr sich das jetzt national fassen ließe. Aber dass du sagen könntest, es gibt jetzt irgendwie so eine Art Verfall deutscher Kultur, es wird alles gemainstreamt, alles, was von einer Kulturnorm abweicht, ist ungern gesehen. Das sind Eindrücke, die du nicht irgendwie hättest oder hast. Nicht, dass ich die hätte, aber kann ja sein. Na, ich denke schon, dass sowohl die staatlichen Museen mit Alter Nationalgalerie oder auch das Konzerthaus beide klassisches Kulturgut vertreten und schon sich umschauen, welche Medien können wir noch wählen, um das populärer zu machen und auch junges Publikum zu akquirieren. Auf jeden Fall. Das durchaus. Aber ja, sagen wir mal, nicht akut vom Aussterben bedroht. Hm. Okay. Ja, also danke. Ich habe mich wirklich deiner Frage gewidmet. Voll und ganz. Gerade wenn sie so ein bisschen schwammig ist. Ja, von mir kommt auch noch gleich Schwammiges. Ah, sehr gut. Ja, dann lass doch nochmal auf kurz dieses Ding mit dem Analog und dem Digital drauf zu sprechen kommen. Du machst ja wirklich wahnsinnig tolles, auch detailverliebtes Artwork, hast du selbst schon gesagt. Man kann sich in deinen Bildern verlieren. Also klar, in einem Museumsgang, wo drei Leute drinstehen, da vielleicht jetzt nicht unbedingt so, aber schon, wenn ich hier beispielsweise in Alles bleibt anders bin und bin jetzt hier gerade in einer Garderobe, wo sich ein Mephisto mit einem Herrn Göring trifft, dann ist das schon so, dass ich auch in der Garderobe eigentlich nochmal genau gucken kann, was ist da eigentlich im Hintergrund alles drin, was hängen da für Klamotten und wie ist das eigentlich alles eingerichtet und so. Und das ist nur ein Beispiel von vielen Szenen im gesamten Buch, wirklich, die zum Verweilen einlädt. Wie sieht's denn aus, wie lange brauchst du denn für zum Beispiel so eine Doppelseite. Ich habe zum Beispiel hier gerade so eine Doppelseite vor mir, da sehen wir das quasi wie dann so ein Bauer mit so einem Pferd auf einem Feld vor dem Museum unterwegs ist. Und wie lange brauchst du für so eine Seite? Die Frage lässt sich jetzt eben nur schwammig beantworten. Mhm. Ich habe kalkuliert bei dem Projekt pro Seite eine Woche. So viel hatte ich zur Verfügung. Die haben sich für meine Arbeitsweise sehr knapp erst Ende 2019 bei mir gemeldet und mir den Auftrag erteilt für diese Graphic Novel, also meine Auftraggeberin vom Konzerthaus. Aber wie lange das jetzt im Einzelnen immer ist, das ist sehr unterschiedlich, variiert. Manchmal habe ich gleich Bilder und Kompositionen vom inneren Auge, dann ist eigentlich die Strecke relativ kurz. Manchmal muss man sich da erst wirklich so reinfuchsen und da ich ja analog arbeite, muss ich dann eben auch quasi Skizzen hin und her schieben, dichte mit Vorder-, Mittel- und Hintergrund versehene Zeichnungen ausarbeite. Und ja, aber durchschnittlich eine Woche. Und du weißt ja, dass bei dem Werk, das eben nur schwarz-weiß getuschte Bleistiftzeichnungen sind. Ja. Was heißt nur? Die dann eingescannt wurden und von einem Grafiker des Avant-Verlags Thomas Gilke koloriert worden. Wie lief da die Zusammenarbeit ab? Du hast ihm das geschickt und er hat drauf losgelegt oder habt ihr euch ausgetauscht, wie du es gern hättest im Detail? Beides. Ich habe ihm natürlich immer meinen ganzen Ordner mit Vorlagenmaterial gegeben. Da gibt es ja total viel und das betrifft auch eben die Farbe. Und das sind bestimmt bei jeder Illustration mindestens 10 bis hin zu 100 Abbildungen gewesen. Ein Großteil
des Materials ist ja noch vor Fotografie. Und das war dann eben auch immer noch ein bisschen cooler, weil ich dann mehr spinnen konnte. Und das musste er auch alles zur Verfügung haben. Und wir haben uns dann die offenen Dateien auch hin und her geschickt. Ich habe dann auch noch mitgefrickelt, bis wir dann mit Dateien, die zum Teil, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Ebenen hatten, dann, sehr maßloser, übertriebener Aufwand gewesen. Bis ich dann gesagt habe, okay, so haut's hin. Aber ihr kanntet euch vorher noch nicht, oder? Doch, wir kennen uns. Wir kennen uns und ich war auch ganz froh, dass ich ihn mit ins Boot holen konnte, weil er ja auch sowieso federführend Layouts für nicht nur Avant macht, sondern auch noch viele andere Verlage. Und das ist dann natürlich toll, wenn das dann alles aus einer Hand ist. Mhm. Und gut befreundet. Wir sehen uns und hat die Intensität der Zusammenarbeit auch erhöht. Ach, sehr gut. Ja, und wie sieht es aus? Warum bist du eigentlich nicht digital unterwegs? Das wäre doch bestimmt viel einfacher, oder? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung, weil ich wahrscheinlich gerne mal die Scheuklappen aufsetze und es erfordert immer so viel unmittelbare Reaktionen und so viel Zeit und ich bin dann leicht überfordert. Und immer mal wieder denke ich auch, das ist dumm und dann finde ich es auch schade, dass ich natürlich mir auch selber Möglichkeiten nehme, meinen eigenen Kram super an den Start zu bringen und dann muss ich halt irgendwie darauf hoffen, dass andere coole Leute an meiner Stadt leisten. Okay. Und ich versuche dann irgendwie die Produkte dementsprechend super zu machen, dass das dann auch leichter gelingen kann. Der Vorteil von analogem Zeichnen ist ja letztlich der, dass du theoretisch zumindest auch Original-Artwork verkaufen könntest. Machst du das eigentlich? Ja, hin und wieder. Wobei ich bei allen Graphic Novels eigentlich dazu geneigt bin, also was dann wirklich Seite aus der Story ist, das will ich da nicht rausverkaufen. Mhm. Ich sage theoretisch, denn es ist noch nicht geschehen, gerne verkaufe ich das Ganze. Also ein ganzes Werk in Originalzeichnung. Ja, und dann auch bitte mit Versicherungen, dass die Sachen auch, wenn die in den Besitz einer anderen Person oder Institution übergehen, noch weiterhin gezeigt werden können. Ich habe ja auch immer, weil ich eben aus dem Kunstkontext komme, viel Ausstellungen gemacht. Und das ist mir dann auch wichtig. Mhm. Oft ist noch parallel was darüber entstanden. Da habe ich dann auch immer Kunst verkauft, die dann direkt mit den Comics zu tun hatte. Aber so Einzelblätter aus der Story, so das, die beste Zeichnung aus dem ganzen Buch raus verkaufen, das wäre für mich so ein, das kann ich nicht machen. Klar, verstehe ich voll und ganz. Das wären natürlich auch Dinge, die könnte man dann ja eigentlich auch ganz gut bei Live-Veranstaltungen bekommen, wenn es da auch Artworks gibt, die vielleicht unabhängig jetzt vom Gesamtwerk entstanden sind. Wie sieht's aus, vorausgesetzt, die würden wieder stattfinden, Live-Veranstaltungen? Ist das was für dich, da im Publikum oder quasi an Tischen zu sitzen? Du hast vorhin schon von dem Avant-Verlag erzählt, mit dem du ja deine Erstversion von Der Staub der Ahnen verkaufen konntest. Findet man dich auch sonst vor Ort auf Cons, auf Messen, auf dem Salon zum Beispiel oder beim Comic-Festival? Ja, durchaus. Also war ich viel in Erlangen, war ich eigentlich durchgängig seit meinem Erstling, seit 2012 und auch sonst, wenn ich eingeladen wurde zu verschiedenen Signierterminen. Mhm. Und also ich versuche auch eben immer Ausstellungen oder so Lesungen durchaus anzubieten, oder wir versuchen das, würde ich besser sagen, Avant Verlag und ich. Das finde ich super, solche Formate. Und habt da jetzt auch irgendwie, also so ein bisschen zu performen, macht mir dann durchaus Spaß. Muss ich nicht irgendwie jeden Tag oder mehrfach die Woche haben,
Das würde sicherlich auch nicht angefragt werden, aber hin und wieder finde ich das ganz toll. Sehr gut, wenn ihr mal jemanden braucht, der für dich eine Lesung mitmoderiert, dann sagst du einfach Bescheid. Kein Thema. Oh, cool. Gut zu wissen. Danke, Andi. Sehr gut. Prima. Dann haben wir eigentlich auch nur noch zwei Dinge auf meinem Zettel. Zunächst erst einmal auch völlig unvorbereitet. Aber die Frage nach Empfehlungen zu popkulturellem Kulturgut. Gibt es Bücher, Comics, Musik, Hörspiele, Filme, hast du nicht gesehen, die dich in letzter Zeit positiv beeindruckt haben, die du gesehen hast, die du uns vielleicht empfehlen möchtest? Ach, undankbare Frage, kannst du rausschneiden. Aber denn ich bin gerade mal wieder so scheuklappenmäßig unterwegs, da wollte ich halt auch nochmal zu sprechen kommen, ja. Auf einer Seite schon, ja, warte mal, ich würde fast sagen, seit 15 Jahren wachsendes Projekt, was immer weiter sich ausgebaut und dann wieder hat und dann wieder von mir reduziert wurde. Ich weiß nicht, ob du diese Graphic Novel Ausstellung mitbekommen hast, die erst im Horst-Janssen-Museum in Oldenburg und dann hier in Würth gesehen, als Wanderausstellung unterwegs war. Das ist mir kein Begriff gerade, nein. Nee, also da habe ich eben Seiten aus dem Drachenprojekt gezeigt. Ich habe 2007 schon oder 2008 eine sehr große Zeichnung von einem Monster-Kompendium gemacht. Das findet man auch auf meiner Homepage putbill.com. Und da habe ich so 80 Monster aus Kulturgeschichte, aus Mythologie, aber auch aus Trash- und Horrorfilmen zusammengebracht in einem Höllensturz. Und dann noch ein zweites Blatt davon begonnen, wo dann nochmal 170 dazukommen. Also ist das eigentlich eine Sammlung von 250 Monstern. Und aus der Arbeit, vor allen Dingen auch wieder sehr krassen Recherchearbeit, und dann mache ich jetzt gleich den Schulterschluss zu deiner Frage, ist dann etwas entstanden, wo ich so Kulturgeschichte der Drachen mehr und mehr in Fokus genommen habe, weil ich es extrem interessant war, warum der Drache in Ostasien Glücksbringer, Symbol der Macht, nur positiv besetzt ist und bei uns die Ausgeburt des Teufels, die immer wieder getötet werden muss von diversen Drachentötern. Und jetzt arbeite ich tatsächlich an einer Story, die, ja, ich würde sagen, so ums Jahr 300 spielt, zur Zeit der Völkerwanderung oder der angehenden Völkerwanderung, die eben auch historisch eingebettet ist, aber worüber so wenig bekannt ist, dass man da eben auch super reinspinnen kann. Und da gehe ich eigentlich der Frage nach, wie kann der Drache diesen Werdegang hingelegt haben, dass er von Osten nach Westen Eurasiens böse geworden ist. Da gibt es auch ein bisschen Literatur zu und ich gehe dem dann halt fiktional nach und versuche dann eben auch ein eben nicht Fantasy-Setting, sondern ein relativ realistisches Setting für eine, ja, eigentlich so ein Prämärchen oder eine Prälegende, für eine Story zu finden, die das Zeug hat, eben dann in diversen Märchen und Legenden aufgegangen zu sein. Hört sich jetzt ziemlich krass und verschroben vielleicht an und auch eine heftige Herausforderung, aber das ist gerade so mein Ding. Und da, und jetzt kommt endlich die Beantwortung deiner Fragen, lese ich schon wieder so viel Literatur zu, also Sachliteratur, dass ich jetzt viel zu wenig Comics schon wieder gelesen habe in letzter Zeit. Aber wenn ich jetzt an meinem Regal lang gehen könnte, dann müsste ich aber nach unten gehen, dann würde ich sagen, ah ja klar, das war super und das war super. Ja, ist klar. Aber aktuell ist da nicht so viel dabei.
Das ist doch total, aber ich bin trotzdem, diese Frage, die überfordert mich immer. Leg ich mir nächstes Mal zurecht. Verstehe ich. Fürs nächste Interview dann irgendwann mal in Erlangen oder in München vor Ort. Und notfalls beantwortest du mir die Frage einfach bei den Bierchen privat, das geht auch. Oh ja. Aber dass du zum Einschlafen zum Beispiel immer noch, keine Ahnung, eine Folge Friends oder Big Bang Theory guckst oder sowas, das ist nicht der Fall. Gibt's da vielleicht was in der Richtung? Doch, glotzen auch, aber da versuche ich runterzukommen. Das macht das hilft nicht wirklich beim Einschlafen. die genannten Serien eher nicht so. Mhm. Nö, da freue ich mich zum Beispiel eher dann mal auf die zweite Staffel Witcher, muss ich sagen. Ach ja. Das fand ich auch toll. Und Game of Thrones war ich sehr erpicht. Da würde ich auch sagen, gehöre ich dann wahrscheinlich auch zu den wenigen, die sagen, eigentlich ist die Storyline, zumindest wie George R. Martin sie ersonnen hat, ziemlich cool. Leider ist es dann so ein bisschen mit der Brechstange zack runtergebrochen. Da hätte es nochmal zwei Staffeln mehr gebraucht, um den Anfangsspeed beizubehalten. Dann wäre das alles plausibler gewesen. Ich bin gespannt, wie die Prequel-Serie aussieht, die ja auch dann die Monate irgendwann aufschlagen sollte. Erste Bilder gibt es ja bereits. Dazu dann müssen wir später nochmal gucken. Und ich würde sagen, jetzt gucke ich hier gerade mal auf mein Handy, was da die Frage gewesen ist, die ich von der Community bekommen habe. Ist ein bisschen längerer Text. Ich werde ihn jetzt einfach mal vorlesen und dann gucken wir mal, was passiert. Es waren 2 oder 3 Fragen dabei. So, auf geht's. Ein Kurzcomic von Felix Pestemar hatte ich zuerst in dem schwarz-weiß-grauen, den A4-Comic-Magazin Epidermophytie gesehen. Ach, witzig. Ja, das Magazin war avantgardistisch und etwas krakelig. Frei nach H.P. Lovecrafts Berge des Wahnsinns gibt es seine Comic-Kurzgeschichte Berlin des Wahnsinns. Hier ist die grau-weiß-blaue Kolorierung auffällig gelungen und kommt in den greifenden Zeichnungen voll cool. Ergreifenden Zeichnungen voll cool. Den einzigen Comic, den ich von Felix Pestemar habe, ist Der Staub der Ahnen. Es ist ein Softcover in der Größe der Splitter-Alben. Das fand ich in den Comicregalen sehr gefährlich, denn er stand neben andersformatigen Bänden an der Autorenwand und lief Gefahr, durch unvorsichtige Handhabung beschädigt zu werden, da die hohen Kanten, sollte es bestimmt heißen, ungeschützt herausragten. Aber dem Band geschieht nichts, außer dass er gekauft wurde, unter anderem von mir. Beim Kauf wusste ich noch nicht, dass ich von dem Comic abschließend halten sollte, aber er hatte schon beim Durchblättern eine Anziehungskraft, die durch die Farben kam. Es gibt statt schwarz-weißer Seiten sepia-weiße Comic-Seiten. In ihnen werden lebendige Zeiten dargestellt, wie aus früheren Tagen von Menschen, deren Gesichter auf mich wie Masken mit eingefrorenen Gesichtsausdrücken wirken, denen meistens das Lachen fehlt. Kaum freundliche Züge sind auf den ersten Blick zu sehen. Blättert man weiter und schaut länger hin, kommt eine kleine Lebendigkeit in den Geschichten dazu. Und dann kommt dazwischen auf einigen Seiten Farbe hinzu, wie eine zusätzliche Dimension, die wie eine Lebendigkeit aus einer anderen Welt wirkt. Als wäre es surrealistischer, plastischer. Das gefiel mir. Und jetzt die eigentlichen Fragen. Ich finde, assoziativ gesprochen, ist Der Staub der Ahnen eine Mischung aus der Softcover-Ausgabe von Unterknochen, ist aber als Hardcover-Ausgabe auch bei Splitter erhältlich und Geteilter Traum von Daniel Bosshardt. Ich soll dich fragen, ob du das kennst. Sagt dir das was, diese beiden Titel? Geteilter Traum und Unter den Knochen. Nee, natürlich nicht. Peinlich, peinlich. Aber schreibe ich mir sofort auf und gucke ich mir sofort. Optimal. Warte, Geteilter Traum und Unter Knochen. Oh, Geteilter Traum und Unter Knochen, ja, genau. Unter Knochen, warte mal. Okay, gucke ich, cool. Okay, und die Frage war, ob ich das kenne. Einfach nur, ob du die kennst, weil ihn das so quasi daran erinnert hat. Und das scheint wohl ähnlich gelagert zu sein. Der Legende, also ich kenne ihn wirklich schon länger und besser, auch aus einem anderen Podcast. Und der liest und kennt alles, gefühlt. Und vielleicht ist das auch ein Tipp an der Stelle. Der Text war jetzt so also ultra lange und meine Antwort lautet nein. Finde ich irgendwie gut. Total frustrierend. Aber ist auch. Kann ich nochmal was anderes dazu sagen, vielleicht? Sind wir jetzt im Bildungsauftrag nachgekommen? Ja, gut, ich meine, das war am Softcover und er hatte Angst um Softcover, aber mit Softcover ist nichts passiert. Das ist ein Pro-Softcover-Argument. Nee, aber ich will trotzdem nochmal was dazu sagen. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass das nochmal als Hardcover in der Ausführung, wie jetzt die letzten beiden Comics erscheinen würde. Denn es gab 2014 hat das Museo de Arte Popular in Mexiko
das, den Comic als Ausstellungskatalog auch produziert. Und da war das Cover, haben wir überarbeitet und das war viel cooler. Das war nicht so, das ist ja sehr dicht auch. Und da ist es ja so überschwellend vor Farben. Und wir haben da eigentlich nochmal eine sehr gute grafische Lösung für gefunden bei der Version. Und die Version von Avant nochmal als Hardcover, das wäre ein Traum. Und dass da eben in dem Buch sepiafarbene Zeichnungen sind, das liegt daran, dass man eben die Todesgeschichten von Angehörigen einer Familie erzählt bekommt, die auf einem mexikanischen Totenaltar, der am Dia de los Muertos errichtet wird, kennenlernt. Also es sind immer die Stories, wie die gestorben sind, und die sind sepiafarben. Der Rest des Buches ist dann farbig. Mhm. Analogfarbig. Alles sehr großformatig, professionell gescannt Ja. Das ist bei allen Büchern so. Also ich merke schon, nachdem ich die beiden anderen Graphic Novels gelesen habe, muss ich auf jeden Fall jetzt auch nochmal nach dem Durchblättern nochmal richtig durch Staub der Ahnen durchlesen. Alle drei kann man aktuell bei Avant bekommen. Und jetzt müssen wir vielleicht noch einen ganz kurzen Abstecher machen zu diesen anderen Sachen, die irgendwo um nirgendwo verschollen sind. Lass doch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil es gibt ja scheinbar doch noch deutlich mehr Geschichten von dir. Du bist ja eben auch Geschichtenerzähler und die sind ja jetzt nicht alle da die genannten gewesen. Was gibt's denn da? Wo sind denn die erschienen? Wie kommt man da vielleicht ran? Gerade auch, wenn man nicht unbedingt deutsch geschriebene Sachen braucht. Also es gibt ein Werk, ein illustriertes Werk von einem befreundeten Autor und mir. Das nennt sich Die Schraube. Ist auch auf Spanisch erschienen unter dem Titel El Torneo. Mhm. Und das ist bei Alamos erschienen. Großer Unterstützer meiner Arbeit, der Lino Santa Cruz, auch Mexikaner. Mhm. Dann gibt es nennt man das Anthologie, Comic Bier. Warte mal, ich muss das mal kurz raussuchen. Wo steht's? Comic Bier ist München. Comic Graze. Genau, Comic Graze vom Volk Verlag. Und da ist was sehr Cooles drin. Da habe ich nämlich eine Synthese aus meinem Kunstwerdegang und eben in einer Comicgeschichte geschafft. Da war ich sehr froh, da angefragt worden zu sein. Denn meine Absolventenarbeit an einer Universität der Künste in Berlin war eine manuell reproduzierte Karlsquell-Bierdose. Also das war das Aldi-Bier. Mhm. Und ich habe zusammen mit meinem Onkel eine Kupfertreibarbeit von der Bierdose gemacht. Ich habe einen Siebdruck erstellt, ich habe selber Bier gebraut. Und am Ende habe ich die Bierdose geschossen, also dieses Unikat. Mhm. Und das war sozusagen Kunstaktion. Das war meine Absolventenarbeit, die ich da ausgestellt habe. Und die Story, die habe ich dann nochmal da im Comic festgehalten. Die liebe ich sehr. Denn da wollte ich nochmal, nachdem der Dosenpfand eingeführt worden war damals, hat Aldi den Vertrieb eingestellt. Und dann gab es noch in der Bild-Zeitung so ein fettes Cover. Heute jede Dose Bier nur 5 Cent. Ein letztes Mal habe ich mich eingedeckt. Und dann habe ich quasi Karlsquell, mit dem das meine Jugend begleitet hat, eine Ikone gesetzt, eine künstlerische. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal, glaube ich, ein ganz witziger Comic. Kann man aber auch auf meiner Homepage nachlesen. Und deine Homepage werden wir wie alle anderen wichtigen Links natürlich auch in den Shownotes entsprechend, verlinken. Das ist in dem Fall putbill.com. Kann man also auf jeden Fall schon mal draufklicken und sich auch mal einen Eindruck von dir und deiner Arbeit machen. Gab es jetzt noch andere Comics, die habe ich, gerade unterbrochen, die wir noch irgendwo finden können? Ja, aber es sind immer so Short-Comics. Viele, viele von denen findet man auch online. Das sind immer nur so 6, manchmal 8, manchmal 12, vielleicht auch mal 12 Seiten in so fancy Formaten, Beton oder eben Epidemophytie und so weiter. Oder im Comic Culture Clash. Prima. Ja, Felix,
Ich würde sagen, dann haben wir hier einmal einen riesen Rundumschlag von deutscher Kultur bis hin zu Bierdosen, war hier alles dabei, wobei diese Bierdose vielleicht ein essentieller Anteil deutscher Kultur ist, wer weiß. Und ich bin sehr dankbar, dass trotz quasi der Feierlichkeiten, die es offensichtlich, also die es gestern Abend privat bei dir gab, du dir heute Morgen die Zeit genommen hast, mit mir über ja eben dich und deine Arbeit zu sprechen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns persönlich mal irgendwo kennenlernen würden. Unbedingt. Ich kann es auch kaum erwarten. Also das nächste Comic-Festival kommt bestimmt. Wenn du mal in der Nähe bist, melde dich. Fände ich total gut. Ich habe doch in Berlin die Invasion. Da bist du doch auch bestimmt mal gewesen, oder? Ja, durchaus. Und diverse Male. Und ja, Anfang September, das wäre doch was. Wenn wir, da drücken wir mal die Daumen, dass das bis dahin geht, wa? Toi, toi, toi. Alles klar, Felix. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Ciao.